Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Gespräch mit. Heute bei mir zu Gast, ein Gespräch, auf das ich mich auch sehr gefreut habe, Aline Brandstätter und Bruno Württemberger. Herzlich willkommen. Danke. Herzlich willkommen auch euch allen da draußen und vielen Dank, Martin, für die Einladung. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Es ist ja noch nicht so lange her, dass wir für euren Kanal im Gespräch waren. Und das fand ich sehr, sehr inspirierend und sehr, sehr schön. Und denke, wenn wir das auch für meinen Kanal machen, haben unsere Zuschauer oder meine Zuschauer denn dann auch dementsprechend noch mehr Informationen. Ihr betreibt ja den Kanal Free Spirit TV Schweiz. Was macht ihr da so? Stellt euch doch einfach mal kurz vor, damit unsere Zuschauer einen groben Überblick haben, wer ihr seid und was ihr macht. Ladies first. Ladies first, okay. Ja, also ich bin Kursleiterin und Trainerausbilderin beim Free Spirit Bewusstseinstraining von Bruno Württemberger. Ja. Und dann bin ich Moderatorin bei Free Spirit TV. Das ist eben, wie du gesagt hast, unser Online-TV-Sender mit Informationen jenseits des Mainstreams. Und dann sind wir noch Begründer des Bewusstseinsvlog. Das ist auch eine Online-Plattform mit ganz vielen spannenden Beiträgen rund ums Thema Spiritualität und Bewusstseinsforschung. Und dann haben wir ein Kinderhilfswerk. Wir haben ein Kinderhilfswerk, genau. Das Free Spirit Kinderhilfswerk Compassion, Care and Help. Und wir durften bereits 6.500 Kindern das Leben retten. Unter anderem haben wir sie auch freigekauft von Fischern, die die Kinder als Sklaven halten und wenn sie nichts mehr taugen, ins Meer werfen. Und ganz viele tolle Dinge haben wir überhaupt schon machen dürfen mit dem Projekt. Mega, ja. Und also ich meine, als Zusammenfassung, bei uns heißt alles Free Spirit sowieso, weil das unsere Vision ist. Die Vision einer Welt voller Freigeister, wo wir alle gemeinsam in Einklang, Frieden und Happiness eigentlich und gesund und miteinander, miteinander leben können. Und so wie es gedacht ist, wie du sagen würdest, vedisch leben, das ist auch unser Ziel, weil für uns heißt das friedvoll, in Liebe, in Wertschätzung, auch in Resonanz und Wertschätzung mit Mutter Erde und unseren Brüdern und Geschwistern da draußen im Weltall und da drinnen in der Erde. Wir sind mit allem verbunden und haben unseren Auftrag darin gefunden, den Menschen zu helfen, einen Übergang zu schaffen. Und dieser Übergang befindet sich in jedem selbst. Und diesen Zugang hat auch jeder, ist aber bei vielen verschüttet. Und den wieder ein bisschen zu eröffnen, mitzuhelfen, das ist uns eigentlich nicht nur die größte Freude, sondern auch eine Ehre. Und deshalb haben wir das zu unserem Lebenswerk eigentlich gemacht. Es gibt uns jetzt schon seit, also rechne ich jetzt von dir aus oder von mir aus? Ach so, ja, da müssen wir noch einmal. Ja. Also Free Spirit gibt es ja so als Training seit 2006. Genau, und mich mit und dieser gibt's Vision gibt es schon offiziell, sage ich mal, seit etwa 35 Jahren auf dem Gebiet. Angefangen habe ich als Naturheiler und Medium, habe die erste spirituelle Schule Schweiz gegründet. Ich war auch im größten Heilerverband in der Prüfungskommission. Ich habe also viel gesehen, viel gemacht und vor allem das Allerwichtigste, ununterbrochen an mir selbst gearbeitet. Ja, das ist so quasi eine Zusammenfassung. Das, was du zuletzt gesagt hast, Bruno, genau das ist das Wichtigste, dass wir immer weiter kontinuierlich an uns arbeiten und da an unserem Bewusstsein weiterkommen, um uns mal vorzubereiten, den Aufstieg in die nächsthöhere Bewusstseinsdimension meistern, um es so zu sagen. Genau. Ich gucke mal, ich sehe eure Videos schon relativ lange. Ich war fast 7 Jahre YouTuber, bis mir der Kanal gelöscht wurde. Und ich habe schon viele eurer früheren Videos immer wieder sehr, sehr gerne gesehen, weil mich die Themen einfach sehr, sehr angesprochen haben. Und das habe ich immer genossen. Und daher finde ich es so schön, dass sich jetzt auch gerade so die lichten Aktivisten immer mehr vernetzen, zum Teil auch dann wirklich real kennenlernen und zu,
in ein Treffen gehen. Und das hat noch einmal eine ganz andere energetische Qualität. Und damit können wir unseren Mitmenschen so viel Halt und so viel Sicherheit geben, so viele Möglichkeiten an die Hand. Das, was ihr macht, was im Grunde mache ich, ist nichts anderes. Ich wecke bei meinen Mitmenschen in meinen Seminaren, die sehr wahrscheinlich ab Juni, Juli starten, auch wieder ihre, ja, wie soll ich sagen, den Riesen in ihr. Da geht es um den zwischenmenschlichen Energietransfer. Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Es wird gehen um Telepathie, Telekinese, das Erspüren. Und ich glaube, das ist schon mal voll genug für 2 Tage, um das dann umzusetzen, weil man geht natürlich auch in Gespräche. Man nimmt sich Zeit für jeden Einzelnen, um dann auch wirklich mitführen zu können. Wo bist du? Wo kann ich dir helfen? Wo sitzen deine Blockaden? Um ihnen dann ja, so eine Hilfe zu geben. Ne? Ich kann ihnen nur die Tür zeigen, durchgehen müssen sie selber. Nichts anderes macht ihr auch. So, und wenn ich denen die Tür gezeigt habe, wenn sie dann da durchgehen, dann ist es für mich auch wichtig, immer noch präsent zu sein, erreichbar zu sein, dass wenn Fragen kommen, manche kriegen vielleicht ein bisschen Angst, weil vieles ganz, ganz neu ist, ja. Wenn man plötzlich erkannt hat, oh, ich kann ja mit meinen Gedanken Nachrichten übertragen, einige kriegen vielleicht Angst, kann passieren, glaube ich aber eher weniger, dann möchte ich auch weiterhin für diese Menschen da sein, um ihnen da auch einen Halt und eine sichere Burg zu geben, meine Engelsburg. Cool. Ja. Ja. Ja, das ist wirklich das Gleiche, wie wir machen. Oder? Ja. Ja. Also. Ja. Es geht jetzt einfach, das ist vielleicht wichtig zu wissen, es ist natürlich schön, wenn man eine persönliche Vision hat oder persönliche Ziele, die man verwirklichen möchte und auch kann, aber irgendwann, wenn man lange genug unterwegs ist, taucht etwas auf, das ist einfach größer als ich selbst. Ja. Und das hat immer zum Ziel, das große Ganze zu unterstützen. Ich glaube, an diesem Punkt sind jetzt auch viele von uns Spirituellen oder Alternativen angekommen, wo sie merken, es geht jetzt nicht mehr um mich, es geht um uns. Weil entweder schaffen wir es gemeinsam oder gar nicht. Genau. Trotzdem in dem drin ist mir wichtig, wie du es vorher schon gesagt hast, dass eigentlich einfach das Persönliche auch drin sein darf, vor allem die persönliche Entwicklung, dass die einfach ganz wichtig ist. Wir sind die ganze Zeit am Forschen und wir nehmen uns da nicht raus aus unseren Lehren und aus dem, was wir weitergeben. Das gehört für uns einfach dazu. Also, dass da kein Gefälle entsteht, sondern dass man da wirklich ja, auf gleicher Ebene einander begegnet und einfach begleitet, vielleicht in einem Gebiet, dass der andere noch nicht so gut kennt, aber kennenlernen darf. Ja, und ich sehe es ja auch so, wichtig in der Zukunft ist nicht mehr die Konkurrenz, sondern die Kooperation, gemeinsam, miteinander zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist die Qualität, die Stärke unserer zukünftigen Menschheit. Wenn ich nur mal so das Potenzial unserer erwachenden Mitmenschen in Deutschland sehe, da bin ich jedes Mal wirklich begeistert. Weil da steckt so ein großes Potenzial drin und da habe ich überhaupt keine Zweifel, dass wir das alles, was in der nächsten Zeit auf uns zukommt, auch wunderbar umsetzen werden, wunderbar meistern werden, weil genügend Menschen da sind, die umsetzen wollen, die was bewegen wollen und die auch die geistigen Voraussetzungen haben, das Potenzial haben, ob es intellektuell ist oder auch empathisch. Ja, da bin ich ja nicht der einzige Empath auf diesem Planeten, der hier auf diesem Planeten wandelt. Und da du Aline, da bin ich sehr dankbar dafür, weil anfangs dachte ich mal, boah, bin ich jetzt der Einzige, der sowas kann? War ja noch, ich sag mal, ein kleiner Junge, ne? Und man nimmt so viel wahr, so viel mehr wahr als alle anderen. Und dann durfte ich aber irgendwann hinterher erkennen, nein, du bist nicht der Einzige, da gibt es noch viele andere, die genauso sind wie du, also bleib locker, alles ist gut. Entspann dich. Ja, guck mal, du bist plötzlich jemand, der irgendetwas kann und das kann kein anderer. Ja. Ja, weil sie alle nicht in diesen Bereichen unterwegs sind und nicht mit dieser Gabe gesegnet wurden. So nenne ich es jetzt mal. Weil Empathie ist schon eine Gabe. Ja, weil man sich in andere Menschen hineinfühlen kann, wenn man hineinspüren kann, wenn man plötzlich Sachen von ihnen wahrnehmen kann, womit man ihnen helfen kann. Wo man spürt, da und da hapert, da kann ich unterstützen. Und dann es einfach macht, so anbietet. Ne? Und wenn das annimmt, dann sagt man einfach danke, dass ich dir helfen durfte. Und das ist es, was ich so liebe, weil das ist so schön. Die Dankbarkeit unserer Mitmenschen, die können wir ja spüren. Also da kommt ja ein Energieschub auf uns zu. Und das genieße ich dann auch, weil das macht auch mir Freude, wenn jemand anders Freude erlebt und ich habe ihm Freude bereiten dürfen, ihn dabei unterstützen dürfen, bekomme ich ja auch eine Menge zurück. Und da baut sich dann wieder so ein Energiefeld auf
Und ich finde, das sind unwahrscheinlich schöne Begegnungen. Diese Begegnungen in der Freude. Gefreut ist gelebte Liebe, ne? Liebe in Aktion. Und ich glaube, da haben wir jetzt in der Zukunft enorme Möglichkeiten. Was ich nochmal ansprechen wollte, ihr habt auch beide in einem Film mitgespielt. Wie viele bist du? Gebe zu, ich habe ihn noch nicht gesehen, werde ihn aber bald sehen. Erzählt mir doch mal was über diesen Film. Du bist der Hauptdarsteller. Das kriegst du zurück. Weiß Nein, Spaß beiseite. Ja, es ist eine komplexe Geschichte. Es gibt zwei Teile von diesem Film. Den einen Teil habe ich erlebt als Schauspieler, für mich eine komplett neue Rolle, mal etwas zu machen, was ich noch nie gemacht habe. Das war schon ein Abenteuerfilm für sich. Und dann natürlich die Story vom Film. Die ist relativ, also kurz zusammengefasst, sind das drei Geschichten in einem Film, wo es darum geht, drei besondere Leben. Und die Idee ist, dass immer wenn drei Menschen zusammenkommen, ergibt das ein Cluster. Also es sind immer drei Menschen verbunden. Davon geht die, das ist die Basis der Geschichte. Jetzt ist die Frage, wie finden die Menschen sich? Wie begegnen die sich? Und ich spiele dort eine Rolle, wo ich das Ganze organisiere. Ich bin ein mega, Du bist ein und, ja, nicht unbedingt sympathischer Milliardär, Manchmal, manchmal weniger. der halt so eine Theorie hat, die Cluster-Theorie, und dann Menschen auswählt, die er in Verbindung miteinander bringen will. Und das Prinzip ist, immer wenn sich diese Menschen auch physisch begegnen, übertragen sich ihre Talente. Und Eigenschaften. Also Und nicht nur ja. die, also er hat Talente jetzt bewertungsfrei gesagt, aber einfach Ja. alle Auch auch schlechten schlechte Eigenschaften. Ja. Charaktereigenschaften, Deshalb ist genau. es ja wichtig zu schauen, mit was für Menschen wir uns umgeben, weil das färbt ab. Ja? Und wir färben auf andere auch ab. Das heißt, es ist unser Auftrag eigentlich, ich sage jetzt mal, liebevolle Menschen zu sein, weil wir das weitergeben. Und was wir, das wissen wir alle, was wir weitergeben, kommt wieder zurück und dann hört es nicht mehr auf. So tief geht der Film dann nicht, er bleibt neutral. Aber es war echt mega spannend, den ganzen Werdeprozess zu sehen. Ganz ehrlich gesagt, ich hätte den Film vielleicht ein bisschen anders geschnitten, damit es ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Aber wer wirklich aufpasst und wer ihn drei, viermal guckt, Ja, oder einfach sehr aufmerksam dabei ist ja, der und versteht dann auch wirklich. genau das jetzt versteht, dass da Ja. einfach auch Talente überschwappen und dann da so Effekte auch sind. Wenn man das dann nicht verpasst, dann ist es wirklich Genau. sehr Und spannend. die Entstehung vom Film war auch super. Also wie wir dazu gekommen sind, da mitzuspielen. Das war ein, der Regisseur ist ein Freund von uns, der hat bei uns auch Kurs gemacht und wir haben viel miteinander gemacht und er hatte noch eine Option offen, mir noch einen Stein in den Garten zu werfen. Und er ist Jahre her. Und plötzlich kam dieser Stein geflogen und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen, nicht nur wegen mir, auch wegen ihm. Dann sind wir ausgeglichen, oder? Dann wäre das erlöst. Und ich musste mich einer neuen Aufgabe stellen, nämlich Texte auswendig zu lernen. Und die Aline weiß das. Ich habe noch nie einen Vortrag auf Blatt gemacht, noch nie irgendwas gelernt oder ich gehe immer spontan in alles rein, ich stelle mich hin und schaue, was kommt. Ich war ja früher ein Medium, ich musste das trainieren, ich bin immer inspiriert. Und jetzt musste ich plötzlich Texte lernen nach Buch von jemandem Fremden. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das Gehirn entwickeln kann und zwar in kurzer Zeit. Habe ich das wieder gekonnt und das war ein super Erfolgserlebnis. Und abgesehen davon hatte ich noch Freunde sonst. Und der eine ist ein Hollywood-Schauspieler und den konnte ich dann motivieren, bei diesem Film auch mitzuspielen. Der Erwin Leder aus Österreich, der hat in Filmen mitgespielt von Steven Spielberg so, oder Das Boot hat ihn bekannt gemacht, Schindlers Liste oder Underworld und so Geschichten, Mainstream auch. Und das war echt faszinierend zu sehen, wie ein Typ in eine Rolle reingeht, wo du echt denkst, das ist echt. Ja. Und zwar Ja, es war insgesamt spannend, weil spannend, es waren oder? ja viele Laien, also ich glaube,
Die meisten waren Laienschauspieler, ja, ja. Noch nie Drei, gemacht, vier. einfach mal ausprobieren. Genau, und dann die Hauptdarsteller, die meisten waren schon Schauspieler. Ja. Es war faszinierend und dann aber zu sehen, ja, der Unterschied, also es ist so faszinierend, das zu lernen und Respekt für alle Schauspieler, es braucht so viel Konzentration und Präsenz auch und Geduld für so ein Projekt, Wahnsinn. Das ist echt krass. Und auch die Finanzierung, gell? Ich meine, sowas kostet ja, ich glaube, das hat jetzt etwa 1 Million gebraucht. Die kam zusammen, weil wir alle zusammengespannt haben. Jeder hat das dazu beigetragen, was er konnte, die Kontakte bereitgestellt, die er hatte, und es hat tatsächlich geklappt. Der Film selber war ein soziales Experiment. Das Resultat ist nur das Geschenk. Also ich finde das faszinierend, was ihr so gesagt habt. Ich habe ja mal beim Urlauberradio 2 Jahre lang sehr, sehr viel gearbeitet. Und da waren wir auch weitgehend professionell. Urlauberradio darf man auch mal Unfug machen. Aber ich weiß halt auch dadurch, dass ich auch mal über den Tellerrand geguckt habe, wie viel Arbeit und wie viel Präzision beim Spielfilm notwendig ist. Und auch das mit den Schauspielern, mit den Texten. Ich bin auch jemand, wenn ich einen Vortrag halte, ich stelle mich dahin und fange an. Da habe ich keinen Text, den ich runterlese, kann ich nicht sowas. Bin kein Schauspieler. Entweder ich halte einen Vortrag zu einem Thema, das ich kann, das ich kenne, dann mache ich es. Und wenn ich es nicht kenne, sage ich nein. Kann ich nicht, mache ich nicht, ist nicht mein Thema. Bin ich auch nicht allwissend. Und das stelle ich mir sogar als eine richtig große Herausforderung vor, da die bestimmten Texte alle auswendig zu lernen. Und ich habe ja auch für andere mal als Sprecher gearbeitet. Und da war es natürlich einfach. Da hatte ich den Text direkt vor mir, das Mikrofon vor mir, ich brauchte nur abzulesen. Und aber hätte ich das jetzt auswendig lernen müssen, es dann so auf einer Bühne zu bringen, ich glaube, das ist schon mal eine ganz, ganz andere Qualität. Ja. Das ist was anderes. Und vor allem, das Spannende ist ja auch, du lernst, also einerseits den Text, den musst du können, aber dann musst du ja auch noch acten, ja. Du musst dann wirklich in das Schauspiel gehen und das geht einfach nur dann, wenn du den Text wirklich drauf hast und den auch mal ein bisschen, wie vergessen ist der falsche Ausdruck, aber einfach ein bisschen entspannt sein kannst damit, weil sonst kannst du die Rolle nicht wirklich bringen. Also habe ich gemerkt, mit der Zeit fällt es leichter, aber ja, es ist... Und noch schwieriger als die Sprechrollen sind die Rollen, wo du nichts zu sagen hast und trotzdem zu sehen bist. Das ist eine Kunst. Ja, das ist eine Kunst. Ja. Gefühle rüberbringen. Oder normal sein. Ja, ja normal sein. Ja. Das ist normal. Auch nicht so leicht. Wenn die überall Kameras sind, Scheinwerfer, 1000 Leute rundherum, Statisten da und dort. Und also da musst du wirklich loslassen und sagen, okay, es interessiert mich alles nicht. Ich spiele jetzt dieses Spiel. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass man, man als Schauspieler, als bekannter, berühmter Schauspieler bekommt man ja irgendwann mal ein Drehbuch und dann kann man ja lesen, ob das für einen interessant ist. Und dann fängt man ja an, diese Rolle zu betrachten. Und dann ist es doch im Grunde nichts anderes, dass man regelrecht in diese Rolle hineinschlüpft, als wenn man sich einen Anzug anzieht. Ja. Und dass man dann in dem Moment diese Person, weil das ist ja ein künstlich geschaffenes Konstrukt, in diesem Film, dass man da regelrecht reinschlüpft und dann in dieser Rolle regelrecht aufblüht. Ja. Nur ist es wichtig, diese Rolle dann auch irgendwann wieder zu verlassen. Sehr gut, ja. Die Herausforderung ist natürlich auch, wenn du in dieser Rolle etwas sagen musst, was du so eigentlich gar nicht glaubst. Wo du es besser wüsstest noch, genauer könntest. Ja. Standpunktwechsel ist dann wichtig. Das ist wirklich wichtig, dass man seinen Standpunkt wechseln kann und von sich selbst mal sich distanzieren kann und sagen, okay, das ist das und das bin ich. Und wie du es gesagt hast, Martin, viele haben sich darin verloren. Und also ich weiß noch, der erste Tarzan-Schauspieler, Johnny Weissmüller, ist in der Klapsmühle gestorben im Glauben, dass er Tarzan sei. Dann hat er sich definitiv zu stark identifiziert. Ja, da kommt aber auch hinzu, dass wenn du so ein berühmter und bekannter Schauspieler bist, wie ein Johnny Weissmüller, dann kommt ja auch extrem viel von außen auf dich zu. Du bist für die Menschen plötzlich der Tarzan. Ja? Ich sage hier nur Götz, George und Schimanski. Das war ja hier bei uns der Tatort. Das war zu meiner Zeit. Ich war der Schimanski-Fan. Ja. So, er war aber, das war die Assoziation, Götz-George Schimanski. Ne? Dann ist es schwer, wenn du das eine ganze Zeit lang gespielt hast, das wieder raus
rauszukommen, um dann zum Beispiel zu sagen, ich möchte jetzt mal was Lustiges spielen. Eine lustige Rolle, irgendwie eine Komödie, irgendwas Humoreskes. Ja, also richtig was ganz, ein ganz anderes Genre. Und da wird es richtig schwer. Und wisst ihr, wo man das besonders schön sieht? Bei einem bekannten Schauspieler Bösewichten. Ja. Lass mal einem bekannten Schauspieler Bösewicht eine gute Rolle spielen. Ja. Klappt normalerweise überhaupt nicht, weil er irgendwo schon im Kopf der Menschen als der Bösewicht immer verkauft wurde, in allen möglichen Sendungen. Und jetzt soll er auf einmal den Guten spielen. Das wird meistens problematisch. Es heißt ja nicht umsonst, dass ein wirklich guter Schauspieler jede Rolle spielen kann. Ja. Meistens sind eigentlich gar nicht so gut, weil sie können immer nur eine Rolle spielen. Ja. Und ein paar wenige, die Kunst wäre ja eigentlich in Sekundenschnelle jede Rolle einnehmen zu können, die du möchtest. Ja. Ja. Was war noch faszinierend, weil der Erwin und auch der Valentin sind ja die bekannteren Schauspieler gewesen in diesem Film. Es waren auch Theaterschauspieler und da siehst du auch wieder einen Unterschied, wie die das machen. Und da kannst du so viel lernen, weil die, ja, wenn die da reingehen, die sind manchmal ein bisschen vielleicht drüber dann sogar gewesen, weil im Theater ist man dann noch ein bisschen extrovertierter in der Rolle. Aber das war faszinierend zu gucken, wie die das gemacht haben. Wie du es gesagt hast, die sind dann wirklich in die Rolle rein und dann waren die das. Ja, da ändert sich alles. Das Aussehen, die Haltung, alles. Das ist Obwohl eigentlich die Filmschauspieler den großen Fan bekommen, sind die Bühnenschauspieler eigentlich die besseren. Ja. Die vielfältigeren. Ich meine, die haben ja auch eine größere Herausforderung. Die müssen dann wirklich performen. Ja? Du kannst ja nicht immer schneiden, oder? Wir haben die, ich meine, wie oft macht man eine Minute, Take, ja? 12 Stunden. Also von allen Seiten und dann mehrmals. Wahnsinn. Das hast du im Theater dann nicht die Chance. Ja. Genau, da fängst du an, da geht der Vorhang auf und dann geht's los und irgendwann geht der Vorhang runter und dann ist vorbei. Und so lange hast du keine Möglichkeit zu sagen, Halbpause, Schnitt. Ja, genau. Nicht, ne? Da musst du durch. Aber ich glaube, das ist wie das echte Leben. Das echte Leben ist auf der Theaterbühne. Du hast keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und wenn du etwas vermasselt hast, kriegst du es entweder hin oder nicht. Ganz genau. Ja? Ganz genau. So, und da sehe ich das immer so. Für mich ist es einfach viel schöner, keine Rolle zu spielen und immer ich zu sein. Also das war ja, haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, das Authentische ist mir selber so, so wichtig, immer authentisch zu sein, damit meine Zuschauer, wenn sie mir begegnen, auch sehen, hey, der ist ja immer so. Genau, deshalb ist er ja auch authentisch. Und ich glaube, das gibt auch unseren Zuschauern sehr, sehr viel Vertrauen und sie erkennen, dass wir in Wirklichkeit keine Schauspieler sind. Sondern dass wir in Wirklichkeit echte Menschen sind, die ihrer Berufung, ihrer Lebensaufgabe, ihrem Seelenweg nachgehen. Ne? Ja, ich meine, wie willst du Menschen beibringen, authentisch zu sein, was unsere Aufgabe eigentlich ist am Kurs, ja, wenn wir selber es nicht sind? Das ist eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Und wie du sagst, es ist so viel Druck, wenn du eine Rolle spielst. Und das Wichtigste ist, dass man ehrlich mit sich selber ist, weil wenn ich das nicht kann, wenn ich diese Integrität nicht habe, dann ist es unmöglich, eine Entwicklung durchzugehen. Ja? Weil ich dann immer irgendwo glaube zu sein, wo ich gar nicht bin. Also ich kann das nur von mir sagen, ich bin ja alte Garde auch und ich habe es versucht. Ich habe versucht, eine Rolle zu spielen. Ich habe versucht, erfolgreich zu sein, angepasst zu sein, geliebt zu werden von anderen. Und ich habe das alles probiert. Ich kann nur sagen, erstens funktioniert es nicht und zweitens brauchst du so viele Ressourcen, dass du mit Sicherheit am Ende mit 40, 50, 60 am Boden liegst. Nein. Und das kann es eben nicht sein. Ja. Dann habe ich umgeschalten auf, ich bin der ich bin. Ich mache die Dinge so, wie ich sie mache. Und ich habe jahrzehntelang ganz viel Kritik kassiert dafür. Aber ich kann jetzt alle beruhigen da draußen. 90% von all jenen, die mich kritisiert haben, auf meinem Weg so zu sein, wie ich eben bin, leben heute gar nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich finde das aber so wichtig, weil auch ich bin durch diese Phase gegangen, Rollen gespielt, wollte erfolgreich sein, Karriereleiter hochklettern und irgendwann erkennt man, dass das Hamsterrad von innen wie eine Karriereleiter aussieht. Ja. Aber in Wirklichkeit das Hamsterrad. Und ich habe mich dann auch relativ, ja, vor einigen Jahren schon da rausgenommen und habe dann auch wirklich die Entscheidung getroffen, so kann ich nicht mehr leben. Ich lebe anders. Sicherlich macht man dann keine großen Sprünge, ja, aber das war für mich eine wichtige Erkenntnis, was ist wirklich wichtig, was brauche ich und was ist nur Puder für mein Ego.
So, dass das Ego wichtig ist als Schöpfer, das ist klar, da steht völlig außer Zweifel, aber es darf nicht die Überhand nehmen. So, ich hatte auch Phasen, wo ich gemerkt habe, dass es die Überhand genommen hat. Und das war ein Entwicklungsprozess, dahin zu kommen, dass das Ego mit der Seele, mit der Intuition, mit unserem höheren Selbst, dass es immer in Harmonie ist. Da kann man hinkommen. Und wenn man das geschafft hat, ist das eine super schöne Sache, weil das Ego versucht immer mal wieder noch ein bisschen zu tricksen. Aber man erkennt es sehr, sehr schnell, dass es das Ego ist und eben nicht die Intuition oder das höhere Selbst. Und dann kann man es immer freundlich, lieb und nett wieder auf seinen Platz bitten. Und wenn man das immer freundlich und lieb und nett macht, macht es das Ego auch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele identifizieren sich mit ihrem Ego. Sie sind aber nicht das Ego. Das Ego ist körpergebunden und wir sind halt die geistigen Wesen. Aber nichtsdestotrotz, dieser Erkenntnisprozess ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil man dann wirklich sagt, brauche ich das jetzt? Bringt mich das als Mensch weiter? Fördert das mein Seelenwachstum? Ja, das sind so immer meine Gedankengänge. Wenn wieder was ansteht, dass irgendwas gekauft werden muss, sofort die Frage in mich hinein. Brauche ich das wirklich? Ist das jetzt notwendig? Hilft mir das bei meiner Seelenentwicklung? Hilft mir das bei meiner Sendung? Ja, ist ja genauso wichtig. Wir brauchen ja auch unser Equipment, um überhaupt unsere Videos abliefern zu können oder unsere Seminare. Und da bin ich jemand, der ganz, ganz schon ganz genau nachguckt und dann auch mal zur Not sagt, nö, brauche ich nicht. Und wenn ich es wirklich brauche, kann ich mir noch immer holen. Ja, dann schiebe ich es erstmal ein Stückchen weiter raus. Ja, das ist für mich, ich weiß noch früher, wie impulsiv ich dann auf manche Sachen drauf bin. Und, oh, das will ich jetzt haben. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Wenn ich nämlich schon merke, das will ich jetzt haben, ist da wieder das Ego ganz, ganz intensiv dabei, weil das Ego will immer sofort haben. Und ich denke mir immer, gut Ding will Weile haben. Ich habe in meinem Buch, habe ich das mal so geschrieben. Früher war es so, wenn du irgendwas haben wolltest, hast du es bestellt. Und dann wurde es für dich produziert. Das heißt, von Bestellung bis Lieferung, bis du es benutzen konntest, gab es halt eine Produktions- und Lieferzeit. So, und das waren, je nachdem, was es war, konnte das eine Woche sein, konnte 2 Wochen und 3 Wochen sein. So, jetzt habe ich mir Schafwolljacken geholt. Richtig schöne Schafwolljacken. Jetzt noch in einer meiner nächsten Neuigkeiten-Sendungen werde ich das nochmal gezielt ansprechen, weil das ist super tolle Qualität. Habe ich bestellt, direkt nach Weihnachten. Lieferzeit 12 bis 14 Wochen. Nein. Speziell gefertigt. Die machen keine Regalproduktion, sondern ich bestelle die Jacke so und so in Größe M und dann wird die Jacke so und so in Größe M gefertigt. Genauso wie ich sie gerne hätte. Und da habe ich gemerkt, wie schön es wieder ist, wenn man irgendwie doch ein bisschen Zeit braucht, ein bisschen Zeit hat, bis das Produkt da ist, was man sich dann doch ganz anders auf das Produkt freut. Weil man hat sich erstmal damit auseinandergesetzt, brauche ich das überhaupt? Ist das schön? Tut mir das gut? Ist das ökologisch nachhaltig? Ja, Haken dran. So, dann hat man es bestellt und dann, oh, bald kommt es. Dann darf ich die Jacke anziehen und wir haben ja zwischendurch auch nicht ganz so schönes Wetter und das ist ein Anorak. Der ist mit Pommernschafwolle gefüttert. So, und der ist richtig schön dick und der ist richtig schön flauschig und daran habe ich, alte Frostbeule, wenn es draußen kalt ist, ist mir eben nicht kalt. Da ist es schön muckelig warm drin und da habe ich mich so drauf gefreut. Und da war mir wieder klar, so wie ich das in meinem Buch geschrieben habe, diese Vorbereitung auf das, was man bekommt, diese Vorfreude ist so wichtig und sie verlängert die Freude am Produkt auch hinterher, weil man es mit einem ganz anderen Bewusstsein trägt, mit einem ganz anderen Bewusstsein wahrnimmt. Nicht einfach in den Laden gehen, anprobieren passt, kaufen raus, abgehakt, sondern man nimmt es ganz, ganz bewusst auf. Es hat eine besondere Stellung im Leben. Ja, doch, man hat sich drauf gefreut. Ja, cool. So, dann huscht man. Genau, und dann huscht man da rein. Und da finde ich es besonders schön, das jetzt gerade jetzt wieder erlebt zu haben. Weil, guck mal, wo haben wir denn noch sowas wie Vorfreude? Höchstens, wenn du dir ein Auto bestellst. Ja, dann dauert das auch, bis es, ne? Aber ansonsten hast du sowas nicht mehr. Du gehst in den Laden, kaufst es gleich und dann ist es, entweder nimmst du es sofort mit oder du bestellst es und es kriegst 3 Tage später, spätestens. Ja. Aber da ist dieser Vorfreude-Effekt. Der rund eine Woche, 2, 3, 4, 5, 10 dauern darf, ist ganz anders. Und das war mir eine ganz besonders wichtige Erkenntnis im Anfang dieses Jahres. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich in der Schweiz im Engadin war für ein Wochenende. Leider kam die Jacke genau eine Woche später. Ah,
Wäre sie eher gekommen, wäre ich mit der Jacke ins Engadin gefahren. Jetzt freue ich mich auf nächsten Winter. Genau, das ist es. Da lag so schön Schnee. Leute. Ja, und da hätte ich sie richtig schön anziehen können. Macht aber nichts. Ich war nicht das letzte Mal in der Schweiz. Und dann ziehst du halt beim nächsten Besuch an. Ich weiß noch nicht, wann der kommen wird. Kommt aber, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, sieht so aus, ja. Ja? Bei deinem Beispiel denke ich gerade an die Liebe. Wie schön war es doch früher, wenn wir noch Liebesbriefe geschrieben haben oder an die Ferienliebe. Und das hat Wochen gedauert, bis eine Antwort. Und die Zeit, die war so voller Sehnsucht. Das heißt also Liebe in Hochpotenz. Ja. Und das ist eigentlich schade. Das haben die heutigen Jungen, die kennen das gar nicht mehr. Ja, die werden immer so schnell abgefertigt, dass sie gar nie in den Genuss kommen. Das heißt, sie bleiben immer unerfüllt. Ja. Sie kennen gar nicht mehr diesen alten, veralterten Prozess, wo man einen Stift genommen hat, auf ein Blatt Papier schrieb und den dann in einen Umschlag geklebt hat, eine Marke drauf und in den Postkasten gesteckt hat. Ja. Das dauerte 2 Tage, bis es da war, aber es kam an. Das nennt man Brief. Ja, zwischendurch flachse ich mal mit meinem Sohn, der ist jetzt 23, der weiß natürlich, was Briefe sind, aber er hat es so nie erlebt, dass man sich hinsetzt und einen Brief schreibt. Und das, was du gesagt hast, Bruno, das war so schön, weil das ist noch, im Grunde ist das noch das Freien um die Liebste. Ja. Mit Liebesbrief, man macht dir den Hof. Ja? Du hast mir Briefe geschrieben. Eben. Siehst du? Ich hatte so Freude. Ja. Das ist so wichtig und so schön, weil daran, da bereitet man sich auf einen besonderen Schritt vor. Weil wenn zwei Menschen zusammengehen und ich sage mal in eine Partnerschaft, in eine Gemeinschaft, dann ist das natürlich nicht eine Sache wie, schwupp, wir machen jetzt mal, sondern ich sag mal, in unserem Bewusstseinsbereich plant man sowas ja nicht einfach, ich bin jetzt mal 2, 3 Jahre mit ihr zusammen oder sowas, sondern da möchte man das schon, dass das eine endgültige Sache ist. Und da finde ich ganz besonders schön, weil in dieser Zeit tauschen sich auch Energien aus. Man lernt sich viel besser kennen und hat immer noch die Möglichkeit zu sagen, möchte ich das überhaupt? Aber meistens ist es einfach diese gemeinsame Vorfreude, dieses Hoch, bis es dann wirklich zum ersten Kuss kommt. Mhm. Ja, so sage ich es jetzt mal, bis es zum ersten Kuss kommt. Ich bin gerade wieder. Ja. Aber so, der liebe Gott macht es ja genau gleich, oder? Er macht sich so unsichtbar, dass unsere Sehnsucht so anschwillt. Mhm. Und wenn sie am Höhepunkt ist, dann explodiert es, dann offenbart sich die Quelle der Schöpfung in voller Blüte. Und da gibt es nichts Halbherziges. Entweder du willst es ganz oder du findest es nie. Genau. So, aber wenn du die göttliche Schöpfung siehst, dann siehst du doch schon unseren göttlichen Vater in Materialisation als Natur. Ja, das finde ich immer so das Schöne dabei. Ja. Das ist es ja, wir schon, aber wir haben ja diese Sehnsucht schon lange in uns. Ja, aber wir sind ja auch schon einen etwas längeren Weg gegangen. Guck mal, viele meiner Zuschauer, die sind erst letztes Jahr überhaupt damit konfrontiert worden, dass mehr hinter allem steckt als nur der materielle Körper. Ja, wenn ich in meinen Sendungen von Telepathie, Telekinese, Erspüren spreche und so Sachen, das ist für manche ziemlich fremd. So, aber guck, für uns ist es was ganz Normales. Wir leben schon lange damit, wir haben das trainiert, wir üben zwischendurch immer mal. Wir wissen genau, wenn wir eine Nachricht verschicken wollen, können wir das ganz klar auf geistigem Wege machen. Zack, die Nachricht kommt, geht raus und ist genauso schnell wie eine E-Mail. Ja. So, und der Vorteil ist, der Empfänger kriegt sie dann mit, wenn er die Ruhe dafür hat. Zack, dann ist das Wissen da und er weiß, was läuft. So, und das sind doch Sachen, wo wir unsere Zuschauer immer mehr animieren, um zu sehen, guck mal, das ist euer Potenzial. Das steckt alles in euch. Das könnt ihr alles. Das ist nicht Hollywood. Nein, nein, das ist echt. Das ist reales Leben. Ja, und das finde ich so schön dabei. Und dann die Menschen zu erleben, wenn die anfangen, ich liebe das immer, das zu vergleichen wie die Kinder. Ja. Wie machen Kinder das? Die fangen an, ins Leben zu krabbeln. Alles wird experimentell ausprobiert. Und mit allen Sinnen. Zack, alles in den Mund gesteckt. Der Geschmack gehört dazu. Der Geruch gehört dazu. Die Haptik, das Anfassen gehört dazu. So, und genauso kann man auch seine Spiritualität erkunden. Ja, die Telepathie, die Telekinese. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man das wie ein Kind spielerisch erkunden kann.
und sich dabei selber nicht unter Druck setzt. Mhm. Ich habe das damals gemacht bei den Telekinese-Experimenten und habe mich dann selber unter Druck gesetzt und dann ging gar nichts mehr. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Ja, weil ich so blockiert, ne? Da geht gar nichts mehr. So, nee. Und dann, wenn man es einfach locker fließen lässt, dann funktioniert es 1A. Sicherlich ist der eine besser und der andere noch nicht ganz so gut, aber wir alle haben, alle echten Menschen haben das Potenzial, das zu können. Und deshalb bin ich doch so bestrebt, meinen MINT-Menschen zu helfen, wieder echte Menschen zu werden. Wir können das bestätigen, dass es so ist, weil in unseren Kursen haben wir auch Intuitionsschulung und Wahrnehmungstrainings als zweiten Teil. Und 90% der Menschen, die auch das erste Mal sowas machen, haben Erfolg. Also das ist wirklich unglaublich, wenn man eben zuvor in die Ruhe kommt, ins Fühlen, Spüren geht und wie du sagst, spielerisch und forschend an die Sache geht. Ja. Das ist Wahnsinn, was da passiert. Ist kein Druck da. Und wenn kein Druck da bist, gehst du locker rein. Und wenn du locker reingehst, bist du nicht verspannt, es gibt keine Blockaden und dann läuft es. Ne? Ja. Es heißt ja nicht umsonst, werdet wie die Kinder. Ja. Und wenn man das genau untersucht, dann sieht man nämlich, dass die Kinder nicht aufs Resultat aus sind, stimmt, ja, sondern auf den Weg. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Ist nicht nur ein blöder Spruch, da steckt eine weise Weisheit dahinter. Ne? Eine Weisheit dahinter. Ja, das finde ich auch so schön. Wenn man auf dem Weg ist, erstmal, wie viele wirklich hochinteressante Wegbegleiter man kennenlernen darf. Zu den unterschiedlichsten Gebieten und von deren Wissen man enorm profitieren kann. Ich bin ja auch nicht die Koryphäe in allen Gebieten, aber ich kenne viele Leute, an die ich mich dann wenden kann und wo ich die entsprechenden Informationen kriege, die ich zu dem Thema haben möchte. Und das ist viel schöner, als sich selber hinzusetzen und im Internet zu recherchieren. Da habe ich direkt meinen Ansprechpartner, ich melde mich bei dem und kriege die Info und kann die dann meinen Zuschauern weitergeben oder in meinem Leben anwenden. Ne? Und das finde ich so schön, dieser unwahrscheinlich immer größer werdende Freundeskreis. Da sprechen wir nicht mehr von Bekannten, da sprechen wir schon von Freunden, weil wir uns immer gegenseitig, das ist eine energetische Sache, das wisst ihr selber, ob man befreundet ist oder nur bekannt. Und wenn die Energien da ist, das ist so schön und ich liebe das. Ich liebe das einfach, weil das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Und das ist echt schön. Wir haben keine Bekannten mehr. Nee, wir haben unsere Freunde und das sind gleichzeitig auch unsere Teamkollegen, ja, Freunde, mit denen wir unsere Sachen machen. Und das ist so, ja, das kann man fast nicht in Worten beschreiben, wie das ist, wenn wir im Team sind und arbeiten. Ohne Worte. Das sind manchmal wirklich Momente, wo man nur noch staunen kann. Da sind wir so im Flow drin. Man guckt sich an und weiß, was er will. Oder man schaut rüber und will eigentlich was sagen und schon kommt es daher. Und es ist einfach so ein Fluss. Und ja, das ist einfach schön. Wobei man auch sagen muss, dass wir uns vor einiger Zeit entschieden haben, uns aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und das heißt, wie du es vorhin formuliert hast, du überlegst dir genau, was du tust, was du kaufst und so weiter. Wir fragen uns immer, ist es wesentlich? Weil ich bin ein Wesen und ich will Wesentliches tun, nicht nur sein, sondern beides. Und dann fällt halt vieles weg. Wir haben wirklich entschieden, keine Zeit mehr aufzuwenden für Halbherzigkeiten, sei es zwischenmenschliche oder arbeitsmäßig oder... Entweder können wir es von ganzem Herzen tun, dann genießen wir es, tun es auch, oder wir lassen es bleiben. Wir haben echt keine Zeit und keinen Bock mehr für Spielchen. Das lohnt sich nicht. Ganz oder gar nicht. Ja. Ich genauso, weil wenn du mit so einer halben Sache anfängst und nicht wirklich voll dahinter bist, brauchst du das gar nicht anzufangen. Nee. Es ist genauso, ich sage das jetzt mal ein bisschen frecher, das ist genauso bescheuert wie ein Plan B. Wenn ich einen Plan A habe, gebe ich doch meine ganze Energie und meine Aufmerksamkeit in meinen Plan A rein. Genau. Mache ich jetzt einen Plan B, kriegt der auch Aufmerksamkeit. Und dann kommt es nur darauf an, wer mehr Aufmerksamkeit bekam, der wird sich manifestieren. Ja? Genau. So, also mache ich doch Plan A und wenn es wirklich in die Hose geht, dann kann ich doch immer noch einen Plan B machen, weil ich finde, das war früher Teil meines Lebens. Ja, was mache ich denn, wenn es nicht klappt? So allein schon der Zweifel an sich selbst, dann lässt das schon völlig scheitern. Ja. Auch die Aussage, ich versuche das mal. In einem Versuch ist der Misserfolg immer mit drin. Ich sage dann immer, nicht versuchen, machen. Mach es einfach. Und dann läuft es auch. Und das sind auch so meine eigenen Erfahrungen aus meinem Leben. Nicht versuchen, machen.
man kann was probieren, ja, wenn ich etwas essen möchte, ich kann etwas probieren, da habe ich kein Problem mit, aber ansonsten ist im Versuch immer der Misserfolg mit drin und da finde ich unsere Sprache so wichtig, dass wir gerade speziell auch jetzt im Deutschen, dass wir da langsam Schritt für Schritt wieder unsere alte Sprache reaktivieren, weil unsere Sprache hat Macht, hat richtig Kraft. Ich kann einen Menschen mit einem Satz ins Glück schicken, in die Hölle schicken. Also es gibt so viele Möglichkeiten, nur mit dem Wort. Und das finde ich auch so wichtig, auf das zu achten, was man aussagt. Mhm. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt mit dem Drei-Affen-Prinzip. Das kennt ihr, ne? Mit was? Mit dem Drei-Affen-Prinzip. Augen, Ohren. Ach so, ne? Ja. Das kommt aus dem Asiatischen. Und wir interpretieren es immer als totale Ignoranz. Der guckt nicht hin, der hört nicht hin und der hält's Maul. Das ist aber falsch. Die wirkliche Symbolik dahinter bedeutet, hör nichts Negativem zu, seh dir nichts Negatives an, spreche nichts Negatives aus. So. Warum? Indem du Negativen zuhörst und Negatives ansiehst, holst du dieses Negative in dich hinein, in dein Innerstes. Mhm. Und das wirkt immer. Und indem du nichts Negatives aussprichst, arbeitest du an deinem Karma, ja, sodass du da nicht irgendwo anders jemandem Negatives einpflanzt, eingibst. Ja. So, das ist das Drei-Affen-Prinzip und danach halte ich mich eigentlich grundsätzlich. Wenn ich merke, das ist ein Film, da könnte es jetzt kritisch werden, Glock mache ich aus. Brauche ich nicht. Ich lasse nichts Negatives mehr in mich rein, weil ich habe erlebt, wie intensiv das innerlich zerstört. Ja, kennen wir auch. Ja. Das ist echt krass. Ja, man muss wirklich sich gut einschätzen können, wo man selber steht, oder? Ich glaube, man kann Dinge schon betrachten, manchmal auch als ein Beobachter. Ja. Aber wenn man eben, man muss wirklich fühlen, weil es ist wirklich krass, gerade bei Filmen, das geht direkt rein oder ins Unterbewusstsein und steuert uns danach. Und wir merken es nicht mal. Und übrigens, die am meisten gesteuert sind, die, sind die, die jetzt gerade denken, mit mir macht das nichts. Ich bin nicht anfällig, ich durchschaue das. Es geht eben nicht ums Durchschauen. Nein. Du kannst es lange durchschauen. Ein Stempel, der gedrückt ist, hinterlässt einen Stempel. Ob du es durchschaust oder nicht, ist völlig wurscht. Es ist drin. Genau, es wirkt. Das ist der rein Punkt. Geht es schon schneller als raus. Ja. Das ist eine ganz, ganz schlimme Sache, weil ich bin mit einem ehemaligen Leiter eines Fernsehstudios im Süden Deutschland befreundet. Und er hat mir beschrieben, wie er Mitte der 90er Jahre eine zusätzliche 8-Hertz-Frequenz zum Fernsehsignal installieren musste. Mhm. So, und diese 8-Hertz-Frequenz, die wird moduliert. Und da haben wir nichts anderes als MK-Ultra in Anwendung. Und deswegen sehen wir momentan noch unwahrscheinlich viele Menschen, wie sie wie paralysiert in diese Glotze starren, weil da wird gerade ihr Gehirn gewaschen. Mhm. Zur aktuellen Zeit in Sachen Corona gewaschen. Ja? So, und in dem Moment, wo man das erkennt und die Glotze auslässt, wegschmeißt, sich mit wirklich wesentlichen, wie Bruno das so schön gesagt hat, mit den wesentlichen Dingen des Lebens befasst, tut man sich auf seinem Seelenweg so viel Gutes, weil in dem Moment fangen wir an, uns mit schöneren Sachen zu befassen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mich mit der Schönheit verbinde, in einer Pflanze die Schönheit sehe, bin ich offen und die Energie strömt aus dem Kosmos nach. Das dauert 5 Minuten und mein Akku ist voll. Ja, das ist die Selbstversorgung mit geistiger Energie. So, die funktioniert aber nur, wenn ich nicht vor der Glotze sitze, sondern indem ich mich wirklich mit der Schönheit verbinde. Schönes Bild ansehe, meine Pflanzenpflege, ein Haustier oder auch mit meinem Kind. Ja, wenn ich ein Kind habe, indem ich dem Kind meine Aufmerksamkeit gebe, gibt das Kind mir die Aufmerksamkeit zurück. Ja, dann kommen wir schon in eine Spirale, wo es in einen Austausch von Mensch zu Mensch. Und da gibt es so viele schöne Sachen, wenn man die Zeit findet, um sich wirklich diese Schönheit zu gönnen. Mhm. Ja? Und das ist unter anderem jetzt der Vorteil von Corona. Mhm. Man hätte jetzt wirklich Zeit, sich wieder zu besinnen. Und wenn man sich besinnt, wird man besonnen. Und wenn man besonnt ist, wird man hell. Mhm. Und wenn man hell hat,
dann sieht man mehr. Und ja, wenn man mehr sieht, dann versteht man mehr. Und wenn man mehr versteht, dann verhält man sich anders. Ja. Ja? Und heutzutage, wenn wir rausschauen, sehen wir doch ständig, ah, das ist ein Fernsehgucker und das nicht. Ja. Offensichtlicher kann es ja gar nicht mehr werden. Ja. Ja? Und es ist eigentlich traurig. Es ist traurig, ja. Es ist erschreckend auch, finde ich. Ja. Ja, was machbar ist. Alles, was, oder? Was möglich ist, ja. Bei uns ist jetzt kürzlich, was ist passiert im Bus? Ja, da ist einer umgefallen, oder? Wahrscheinlich hat er eine Maske auf und keinen Sauerstoff. Aha. Der Buschauffeur hat ihn einfach mal kurz hochgehalten, dann wusste er nicht, was tun, er überfordert mit der Situation, lässt ihn einfach wieder fallen. Also ich war schon schockiert, das zu sehen. Ja. Und alle, und das Schlimme dabei ist ja auch noch, die anderen, die da drin saßen, kein einziger hat sich bewegt und irgendwas unternommen. Mhm. Das war bei uns in der Nähe irgendwo in der Stadt und dann denke ich mir einfach, das macht mir dann wirklich wieder Angst. Da muss ich dann wieder lernen, mit meinen Ängsten umzugehen, weil das fühlt sich für mich gar nicht stimmig mehr an. Zombies. Zombie-Alarm vom Feinsten, also da erschütternd, was da passiert. Und das muss irgendwie ein Kontroll, ein MK-Ultra-Programm sein. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Innere Erde sagt ja, Bioroboter. Ja. Das sind, die haben vielleicht noch einen Funken, aber die sind so zugeschüttet, dass die nur noch funktionieren und gar nicht mehr Anteil haben am Rundherum. Das heißt aber, sie können auch nicht mehr profitieren vom Rundherum. Nein, sie sind ja abgetrennt und sie trennen sich halt ab. Und das ist ja etwas, was wir kennen aus der Angst. Man trennt sich dann ab, man möchte dadurch Schmerz vermeiden. Ja, funktioniert manchmal kurzfristig, stimmt. Aber was passiert gleichzeitig auch noch ist, wir trennen uns von allem anderen auch ab. Genau. Und von den Gefühlen, die wir brauchen für das Menschsein, die sind dann auch nicht mehr so spürbar. Und das ist einfach schade. Und auch bei Psychopharmaka ist es das Gleiche, oder? Dann schmeißen sie sich das rein, weil es ist ja nicht erlaubt, traurig zu sein. Es ist nicht erlaubt, Angst zu haben. Und all diese Indoktrinationen, genau, dann wird einfach ein Downer gegeben oder irgendwas, was aufhält. Das drückt aber alles runter. Ja? Das drückt eben auch die positiven Gefühle runter. Und die Ursache wird ja gar nicht bekämpft. Warum ist derjenige denn traurig? Warum hat er denn Depressionen? Das ist ja nur die Bekämpfung des Symptoms. Und das ist ja das Typische in der heutigen Schulmedizin, Psychologie. Und das ist ja alles ein Topf. Wir haben da ja nur noch, wo chemische Präparate eingeschmissen werden. Aber die Ursache, die wird gar nicht mehr bekämpft. Und bei der Depression, wenn man auf dem lichten, natürlichen Weg geht, kann man ganz klar sagen, die Seele ist traurig. Ja. Man geht nicht auf seinem Seelenweg. Man ist von seinem Seelenweg entfernt. Also ist die Seele traurig. Wenn ich jetzt an... Ja, also das äußert sich dann als körperliches Symptom bei Menschen mit Schwermut und Depression. Ja, es geht immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. So, und dann ist es so wichtig, es ist schwer, jemanden da erstmal aus diesem Loch rauszuholen, aus dem er sich selbst holen muss. Ich kann ihn da nicht rausziehen, das geht nicht. Da muss er schon selber kommen. Ich kann ihm die Hand reichen. Und dann ist es wichtig, dass derjenige erkennt, was macht mich glücklich? Was ist denn mein Seelenweg? Da gehen wir unseren Seelenweg, werden wir unglücklich. Ja, das ist doch das. Dann machen wir das, was wir am besten können, das wir am liebsten machen, was uns Freude bereitet. Und dann haben wir schon den Bereich, dass wir glücklich sind. Das ist ein Komplettpaket. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass es Leute wie uns alle gibt. Und da draußen sind sicher noch ganz viele und bestimmt ganz viele, die jetzt zuhören. Zeigt euch. Weil ihr könnt den Menschen, auch wenn ihr es für sie nicht machen könnt, aber ihr könnt sie ermutigen. Ihr könnt als Beispiel, als Leuchttürme dastehen und sagen, ich weiß, es braucht Mut, aber es funktioniert. Schau mich an. Ja. Das ist doch unsere Aufgabe in der heutigen Zeit. Genau das ist es, Bruno. Genau das ist es. Und jeder, der dazukommt und seine Hilfe anbietet, es geht hier nicht nur um Konkurrenz. Es geht hier um Kooperation. Wir arbeiten alle gemeinsam zusammen für unsere Menschheit. Darum geht es. Für alle. Das große Wir. Ja? Aber aus ganz, ganz vielen Ichs. Das ist mir immer so wichtig. Nicht, dass wir anfangen, uns selbst aufzugeben. Ja? Weil das ist ja so das Trügerische, wenn du in ein lichtes Kollektiv abrutschst. Ne? Da ist das Kollektiv alles und die Einzelne nichts mehr. Ja. So, und ne, in der Gemeinschaft ist es eben nicht so. Da zählt der Einzelne, aber auch die ganze Gemeinschaft. Und jeder Einzelne gibt das ein, rein in die Gemeinschaft, womit er die Gemeinschaft stärken kann. Das macht ihm Freude, da fühlt er sich glücklich. So, und wenn wir dann starke Gemeinschaft sind, profitieren doch alle davon. Alle.
Das ist doch das Schöne dabei, dass auch niemand sitzen gelassen wird, weil jeder darf ja mitkommen. Es wird ja keiner, nee, du nicht und du nicht, nee, wer mitkommen will, das sage ich immer wieder in der Sendung, Arme öffnen, den nehmen wir natürlich gerne auf und der darf mitkommen. Ja, hier ist der eine Leuchtturm, der vedische Weg, und das weiß ich nicht, welcher Weg, und es gibt so viele. So, und es gibt auch genügend Leuchttürme, an denen man sich orientieren kann. Da bin nicht nur ich und da seid nicht nur ihr oder viele unserer Freunde, sondern da sind ja noch viel, viel mehr. Und einfach die Augen aufmachen und hinschauen. Und wenn da jemand ist, hingehen, ansprechen, einfach sagen, du, kannst du mir helfen? Ja, meistens können wir irgendwie helfen, wenn wir nur einen guten Rat geben können. Ne? Das passt ja auch zum Filmtitel, wenn wir sagen, wie viele bist du? Ja. Eigentlich bist du immer mehr. Ja. Ja. Und wir sind halt insgesamt größer als bloß die Summe unserer Teile. Und das ist ja das Schöne, wenn zwei oder drei von uns zusammenkommen, entsteht etwas mitten unter uns, ist dann etwas am Entstehen, was ich nenne es jetzt zum Beispiel Gott. Manifestiert sich durch die Verbindung von zwei Herzen oder drei Herzen. Ich habe zum Beispiel ganz früher, das ist vielleicht noch eine lustige Geschichte, mir Gedanken gemacht, wie ist der erste Mensch darauf gekommen, das Symbol für Liebe, fürs Herz, so zu zeichnen wie ein Herz, oder? Wie wir das heute kennen. Weil ein richtiges Herz sieht ja nicht ganz so schön aus. Und das würdest du auch nicht auf einen Brief malen für deine Nein. Geliebte oder so. Aber irgendjemand muss doch darauf gekommen sein. Und damals habe ich ganz viele Seminare gegeben zum Thema mediale Entwicklung. Und dann habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, die Aura so anzuschauen. Und ich bin immer sehr interessiert gewesen an Partnerschaften, Beziehungen. Was geschieht da wirklich? Wer passt zusammen? Und ich muss sagen, 9 von 10 Menschen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, schau, schau, ist das jetzt der Richtige? Ist das meine Dualseele? 99,9% nein. Warum? Wenn sie wäre, würde diese Frage gar nicht erst auftauchen. Aber zurück zum Herz. Ich habe eines Tages bemerkt, dass wenn zwei Menschen wirklich übereinstimmen in ihrer Seele, in ihrem Wesen und zwei Aura Ausstrahlungen zusammenkommen und verschmelzen. Wir wissen, am Kopf ist sie ein bisschen größer. Ja, da die Schaltzentrale braucht mehr Strom. So, und wenn die zusammenkommen, habe ich zweimal ein Pärchen gesehen und da war das so eine Figur wie ein Herz. Und dann habe ich es realisiert. Das ist Liebe. Und wer die Vollsprache erfunden hat, wenn der nicht hellsichtig gewesen ist, dann höre ich auf. Du, was meinst du, wie viele früher hellsichtig waren? Die natürliche Menschen, die Hellsichtigkeit, die haben wir eigentlich im Grunde alle. Bei einigen ist sie deutlicher ausgeprägt und bei den anderen nicht so intensiv. Aber da kann man hinkommen, dass man wenigstens ein gesundes Hausmaß an Hellsichtigkeit hat, dass man da auch dann entsprechend Informationen oder Bilder kriegt. Man könnte ja zumindest viele Scheidungen verhindern. Ja, weißt du, Bruno, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir anfangen zu akzeptieren, dass wir uns unsere Partnerinnen nicht mehr danach aussuchen, dass sie uns sexuell antörnen, ja, sondern dass wir darum gehen, was verbindet uns, dass es um die Seele geht, dass das um den Mensch geht, dass es eben nicht nur um diesen körperlichen Beischlaf geht, sondern dass da viel, viel mehr dahinter steht. Du hast das gerade schon so schön gesagt mit den Auren, mit den Energien. Wenn zwei Menschen sich zusammentun, versiebenfacht sich die Energie. Das ist das Wissen aus Russland, das ist vedisches Wissen. Kommen jetzt drei Menschen dazu, ist es 7 hoch 2. Wir gehen schon in die Potenz. Kommt noch einer zu, sind es 7 hoch 3. Wieder eins weiter. Und so geht das immer weiter. Und das kann man spüren. Wenn man mit vielen Menschen auf ein Ziel zuarbeitet, dann merkt man, wie sich diese Energien potenzieren. Und mit diesen Energien, mit diesen hohen Potenzen, kann man so viel bewegen in der Gemeinschaft, wenn man zusammensteht. Ich habe das erlebt auf einem NAS-Workshop in Mühlensee. Und da waren ganz, ganz viele meiner Zuschauer dabei. Und ich bin dann auch immer da. So habe ich die Möglichkeit, die kennenzulernen, mit denen Gespräche zu führen, ja. Und da war so eine wundervolle Energie. Ich wollte gar nicht mehr nach Hause fahren. Das war einfach so schön. Ich wollte einfach nur in dieser Energie bleiben.
muss er dann aber irgendwann nach Hause, weil ne, wer Mutter versorgt, da ist es halt wichtig, dass er dann irgendwann doch da ist. So, und da hat sich das mir wieder bewahrheitet. Und ich bin ja nicht der Einzige, der das spüren kann. Jeder einigermaßen feinfühlige Mensch kann das spüren. Und wenn wir das im Hinterkopf behalten und uns das vor Augen führen, dass wenn wir mit vielen Menschen zusammenkommen, dass wir so eine Energiepotenz erzeugen können, wer will uns dann bei unseren Zielen noch ausbremsen? Das geht nicht. Das geht gar nicht. Das geht nicht mehr. Ja? Das geht nicht mehr. Wir kennen das ja auch von unseren Kursen. Wir haben auch diese Energien dann im Raum. Und da ist einfach so toll, weil es ist so ein Raum, wo man eben die Möglichkeit hat, und das ist auch etwas, was wir machen, wir sind ja sehr präsent und geben Raum für alles, was da ist. Ja, das ist uns ganz wichtig. Und da ist einfach alles möglich. Ja. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber es ist so. Man kann dann wirklich in diesem sicheren Safety-Room eintauchen und seine Themen angehen. Das ist einfach so schön. Und am Schluss des Tages machen wir noch bis Mitternacht oder 1 Uhr Trainersitzung genau. Und dann gehen wir ins Zimmer und denken uns, ich kann nicht schlafen. Ja. Dann wundern wir uns, warum wir so viel Energie haben. Ich habe so viel Power. Morgens um 6 stehen wir wieder auf der Matte. Man hat so viel Power. Oh ja. Das ist unglaublich. Ja. Und das ist ja genau das, was den Menschen oft fehlt im Leben. Ja, es ist halt diese Power, weil diese Power fehlt, weil da eine Fehlüberlegung ist auch. Ja. Sie sind ja schon so ausgelutscht, weil sie so reaktiv durchs Leben gehen. Ja? Und haben dann das Gefühl, noch mehr zu geben, würde sie noch mehr aufbrauchen. Ja? Was ja stimmt in dieser Haltung. Aber in dem energetischen Bereich, im Gefühlsbereich zu sein, ist was ganz anderes, als in Reaktivität zu sein die ganze Zeit. Da hast du so viel mehr Energie und dann bist du nicht in Reaktion und reagierst, sondern du gibst Antwort. Du bist im Austausch und das ist was ganz anderes. Ja, agieren und reagieren sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Die meisten Menschen leben in Reaktion auf die Umwelt, auf das Außen, auf die Gegebenheiten und nur ein paar wenige erschaffen sich die Umstände und Gegebenheiten. Und das eine gibt dir Kraft, das andere nimmt dir Kraft. Ja. Oder? Das heißt, wie du es wahrscheinlich auch immer wieder sagst, Menschen, wenn ihr aus diesem Hamsterrad oder aus diesem Teufelskreis raus wollt, müsst ihr wirklich endlich damit aufhören, Dinge zu tun, die ihr nicht tun wollt, wo euer Herz nicht dabei ist, wo es Nein sagt, wo ihr nur aus Angst tut oder aus Sicherheitsgedanken. Ihr werdet am Schluss das Wesentlichste verlieren, euch selbst, wenn ihr das opfern wollt für Geld, Sicherheit, Reichtum, Wohlstand oder sogenannte Freunde. Das ist ein schlechtes Geschäft. Bruno, gibt es denn wirklich eine Sicherheit in dieser Gesellschaft? Die gibt es gar nicht. Sicherheit ist eine Illusion. Die gibt es gar nicht. Man glaubt nur, man wäre. Obwohl ich sie gefunden habe, gell? Ja, aber hast du sie in der Gesellschaft, im System gefunden, die Sicherheit? Nein. Du hast sie in dir gefunden. In der Unsicherheit. Ja. Kompletten Hingabe an die Unsicherheit. Genau, aber das war ein innerer Erkenntnisprozess. Klar. Nichts, was von außen kam. Ja, das ist der Punkt dabei, weil wenn wir das erkennen, guck mal, genauso mit, wir sind aus dem Paradies gefallen. Das Paradies tragen wir aber noch immer in uns. Und es liegt nur an uns, ob es uns gelingt, dieses Paradies in den nächsten Jahren in unseren Ländern wieder zu erschaffen, erblühen zu lassen. Und überlegt mal, was wir für Energien, für Potenziale haben. Und wir werden nicht mehr ausgebremst. Das ist das Wichtige. Die uns früher ausgebremst haben, die große Bremse waren, die werden weg sein. Die werden hier nichts mehr zu sagen haben. Wenn das so weit ist, dann geht es blitzartig. Dann geht es so. Ja. So, und jetzt überlegt mal. Jetzt gehen wir mal über den energetischen Gedanken. In dem Moment, wo einer erwacht, zack, bumm, geht es wieder ein bisschen mehr Energie, bisschen mehr Energie, bisschen mehr Energie. So, und wenn es jetzt auf einmal zu so einem richtigen Boom kommt, zu einem richtigen Knall und auf einen Schlag ganz, ganz, ganz viele erwachen, überlegt mal, was das für eine exponentielle Kurve ist. Bumm, das geht fast steil nach oben. Und da brauchen wir uns auch keinen Kopf mehr zu machen, dass irgendwelche Probleme haben, die fünfte Dimension zu erreichen. Die Energien werden da sein. Nee. Ja? Ja, wir sind ja eigentlich schon dort. Wir hinken der Zeit nur noch ein bisschen hinterher. Einige von uns sind schon dort. Lass es mich mal so ausdrücken. Einige von uns sind schon dort. Aber die Mehrheit unserer Mitmenschen leider noch nicht. Aber ich weiß, dass die meisten von ihnen das Potenzial haben, dahin kommen zu können. Und ich werde mein Bestes dafür geben, dass sie es auch schaffen. Ja.
Ja? Und das ist mir so wichtig dabei, da die entsprechende Unterstützung und die entsprechende Hilfe zu geben. Also ein Gedanke, der mir oft das Leben sozusagen gerettet hat damals, war, du kannst nie tiefer fallen als bis in Gottes Hände. Das nennt man auch Urvertrauen. Jawohl. Das Urvertrauen. Du kannst dich immer fallen lassen. Du wirst aufgefangen. Es ist nicht so, dass du ins Bodenlose stürzt. Du wirst aufgefangen. Ja. Das ist das Schöne, wenn man dieses Urvertrauen hat und sich dann einfach nach hinten fallen lässt und sagt, ja, ich werde aufgefangen. Und das ist dann ja auch so. Das kennt ja sowieso jeder aus den Träumen. Ja. Oder? Wir haben ja so, eine Zeit lang Träume erforscht und beide entdeckt, dass jeder, der fällt, es gibt, jeder Mensch träumt mal vom Fallen. Mhm. Keiner landet. Ja, immer kurz vorher wachsam. Ja. Und so ist das geworden, übrigens nur kurz schnell, weil es spannend ist. Ich konnte zum Beispiel lernen, im Traum zu erkennen, wenn es gefährlich wurde oder unangenehm, dass es ein Traum ist und mir einfach sagen, okay, es ist ein Traum, dann wach jetzt auf. Und ich bin immer aufgewacht. Aus jeder kritischen Situation. Und wir reden doch von Aufwachen, auch hier. Ja. Wenn du aufwachst, sind die Probleme weg. Ja. Ich mach's, also ich bin jetzt nicht der große Träumer, sage ich ganz, ganz offen und ehrlich. Aber wenn ich träume, dann bin ich auch schon gefallen. Und ich mache es dann ganz einfach. Spread your wings and fly. Ich bin doch Schöpfer, warum soll ich nicht fliegen können? Ich bin doch der Gott in meinem Traum. Das ist doch meine Realitätswelt. Wer will mich denn davon abhalten, zu fliegen? Und dann fliege ich einfach. Und glaub mir eins, ich kann schon richtig schöne Pirouetten machen. Ach, sehr gut. Das lernt man alles mit der Zeit. Ja, irgendwann kommt man so an den Bereich, dass man experimentell damit herumspielt. Ja. Man legt sich aufs Bett und sagt, komm, jetzt gehe ich mal in die Traumwelt. Ja. Man ist nicht voll im Schlaf, aber man ist in der Traumwelt. Und dann springt man mal ganz bewusst von diesem Abgrund, ganz bewusst mit ausgebreiteten Armen, und wie wir es bei Superman kennen. Ja, man fliegt einfach ganz bewusst. Und das ist dieses luzide Träumen, dass man ganz bewusst seinen Traum steuern kann. Ja. Ja. Ich habe noch ein bisschen Mühe mit dem Start. Ich gehe manchmal zu hoch rauf. Habe dann Angst und gehe dann wieder runter. Das sind, Aline, das sind deine Erkenntnisprozesse. Daran wächst du. Dass du merkst, ups, jetzt bin ich zu hoch, jetzt gehe ich wieder runter. Runter. Ja, ich fliege nicht mehr so hoch. Ich halte mich meistens ziemlich schon im Bereich der Erdoberfläche auch, aber bin schon doch da auch sehr, sehr aktiv, dass ich das dann auch genieße. Ja, dass man dann wirklich diesen Flug genießt, weil du spürst ja auch im Traum diese Schwerelosigkeit, dass du in dem Wind bist, dass der Wind an dir vorbeifliegt. Und das finde ich, das ist angenehme dabei. Das ist so schön. Mhm. Das sind alles, und das finde ich gerade heute, wir machen so eine schöne Revue passieren, allgemein zu den spirituellen Erlebnissen, Erkenntnissen. Und ich glaube, da können wir viele unserer Mitmenschen animieren, es uns gleich zu tun. Ebenfalls auf ihren spirituellen Weg zu gehen und mit diesen Fähigkeiten experimentell zu spielen, wie die Kinder. Ja, und das, glaube ich, das kann vielen Menschen den Mut machen und Angst nehmen. Was soll denn schon passieren, sage ich jetzt mal krass, was soll denn schon passieren, wenn man mit diesen Fähigkeiten spielt. Da passiert nicht wirklich viel. Und mit der Teleportation, dazu ist unsere Gedankengeschwindigkeit noch viel zu langsam, als dass wir damit schon die ersten Experimente starten könnten. Ich weiß nicht, wie es in 10 Jahren aussieht. Dann ist das Schwingungsniveau der Erde angestiegen. Auch wir sind in einer höheren Schwingung, in einer höheren Bewusstseinsschwingung. Vielleicht funktioniert es ja da, dass wir dann keine Flugzeuge mehr brauchen, sondern uns mehr oder weniger, ich sag mal, von Deutschland in die Schweiz teleportieren. Oder und dann stellt sich nur die Frage, sind da nicht die Grenzen in unserem Kopf die einzigen Grenzen, die uns noch davon abhalten, noch weiter wegzufliegen? So wie immer. Ihr kennt die Anastasia-Bücher? Ja. Ja, Anastasia, zack, bupp, ist sie auf einem anderen Planeten, geistig. Und zack, ist sie auch körperlich da. So, und das ist das, wo ich immer sage, da können wir wieder hinkommen, die innerirdischen praktizieren es ja auch. Die sind auch schon auf diesen Ebenen. Und das sind natürlich Ziele, wo man sagen kann, wenn wir das schaffen, haben wir unwahrscheinlich viel erreicht. Unwahrscheinlich viel. Weil wofür brauchen wir dann noch Raumschiffe, wenn wir was mitnehmen wollen?
Und deshalb ist es so wichtig, dass sich die Menschen auf keinen Fall das Träumen verbieten lassen und auf keinen Fall den Kindern, egal zu was, sagen, das ist nur Fantasie oder das hast du nur geträumt oder das ist nicht realistisch. Im Gegenteil, je erwachsener eigentlich der Mensch ist, desto unrealistischer ist er. Nicht umgekehrt. Nein. Guck mal, wir werden als nahezu unbeschriebene Blätter treten in die Inkarnation. So, und wir haben dann noch die komplette Anbindung an den Kosmos als Babys. Und es sind unsere Eltern, die uns da rausholen. Ich darf das sagen, ich bin ja selber Vater. Auch wir haben meinen Sohn da rausgeholt, obwohl ich da schon immer wieder dabei war, ihn da wieder langsam reinzubringen. Ich kann ihn nicht drängen, ich kann ihn nur locken, ihn interessieren. Aber dass er dann erkennt, dass diese seine Spiritualität seine große Stärke ist. Und ihm das Leben leichter macht. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie, wir müssen jetzt. Nein, niemand muss. Niemand muss. Jeder ist, es ist jedem sein, jede, ein ist jedem freiwillige Entscheidung und freiwilliger Weg, ob er das macht. Aber ich sage immer, eine Inkarnation ohne Arbeit am eigenen Bewusstsein ist eine vergeudete Inkarnation. Ja, wir können nur inkarniert am Bewusstsein arbeiten. Und daher sollten wir diese Möglichkeit auch nutzen. Es geht ja nicht darum, dass das jetzt Maloche wird, wie wir hier bei uns im Ruhrgebiet so schön sagen, sondern es kann ja auch eine Freude sein und Spaß machen. Ja. Guck mal, wenn du die Anastasia-Bücher liest, passiert schon so viel, nur durchs Lesen. Ja. Darum geht es ja, nur durchs Lesen. Ja? Die inneren Bücher auch, oder? Da passiert auch schon so viel. Genau. So, und da liebe ich ja die ganzen Gespräche mit Ulü, Stasa, Nasmakrai und Mordechai. Das sind ja die wirklich hochgeistigen Thematiken, die da zur Sprache kommen. Und das liebe ich heiß und innig. Ich komme momentan aber bei den Talos- und Athos-Büchern nicht weiter. Ist so, mir fehlt einfach die Zeit. Ich würde viel, viel lieber mich abends auf die Couch setzen und sagen, Rechner runter, alles aus, jetzt kommt Buch und jetzt wird wieder Anastasia studiert, Talos und Athos gelesen. Also ich habe schon so viele Bücher jetzt hier liegen, die ich alle lesen möchte, die ich auch wirklich interessant finde. Also es ist ein Stapel, wenn ich die aufeinander schwerpe, bin ich bei über 2 Metern. Und das braucht schon Zeit, bis du das gelesen hast, weil ich möchte viele Bücher studieren, also wirklich tief eintauchen, nicht nur oberflächlich lesen, sondern tief eintauchen. Und das braucht seine Zeit. Da lese ich auch relativ langsam. Also Romane viel, viel schneller, aber ich lese keine Romane mehr, weil dazu habe ich einfach nicht die Zeit. Und wenn ich mir sage, was nimmst du dir jetzt, ein schönes hochgeistiges Buch oder nimmst du dir einen flachen Roman, nehme ich mir natürlich das hochgeistige Buch, weil ich weiß, daran arbeite ich auch wieder. An meinem Bewusstsein, aber mit Freude, ohne dass es jetzt irgendwann eine schlimme Arbeit wird. Ne? Ja. Und ich meine, die wertvollen Bücher sind sowieso am größten zwischen den Zeilen, am tiefsten. Ja. Und da braucht man manchmal eine halbe Stunde für eine Seite. Oh ja. Wenn man eintaucht, ja, die Zeit ist schnell durch. Das geht dann schnell. Ja. Wir lesen ja auch oft zusammen, wir nutzen dann die Zeit im Auto, dann lese ich dir was vor oder umgekehrt. Ja. Und dann kommt wieder irgendwas und dann kommt so ein Aha, da passiert irgendwas und dann gibt es ein tolles Gespräch, ein Coaching oder was auch immer. Und das ist dann wirklich befruchtend, oder? Das ist einfach, dass das Spaß macht, zu wachsen dann im Buch. Genau, und nochmal darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, Martin, wegen den Kindern. Da habe ich 2 Beobachtungen gemacht. Erstens mal, wirklich das Einzige, was funktioniert, ist, glaube ich, das Vorleben. Die Lust darauf müssen sie selber kriegen. Und zweitens habe ich beobachtet, dass oft jetzt die Kinder oder auch Erwachsenen, die eigentlich das größte Potenzial an spirituellem Potenzial mitbringen, oft überhaupt nicht daran interessiert sind. Und ich stelle mir manchmal die Frage, ob die das schon ausgereizt haben oder mal eine Auszeit machen hier oder was da läuft. Aber wenn die plötzlich mit uns jetzt allen dann diesen Shift erleben, dann sind die von 0 auf 100 und viele, die wir jetzt vielleicht in denen wir uns verschätzen, werden uns wie ein Blitz überholt haben, weil sie schon so viel dabei hatten, was wir uns erst erarbeiten mussten. Das war ja das schöne Beispiel von deinem Sohn am Kurs. Ja, das war ja herrlich. Wir sind da im Intuitionstraining und Aura-Schauen und sind da voll dabei und begeistert. Jeder sieht was und er läuft an mir vorbei und sagt so beiläufig, das sehe ich immer. Und ich so, bitte was? Und er hat nie darüber geredet. Nein, er hat nie darüber geredet, aber spannend. Zuerst hat er mal gesagt,
ich will auf der Bühne eine Demo das machen. Das hat er auch gemacht, ja. Und dann hat er es gemacht und wir haben uns gewundert, warum er das kann, weil er nie was gesagt hat. Hat er gesagt, er sieht das immer. Für ihn war das so normal, glaube ich. Er ging wahrscheinlich auch davon aus, dass wir das auch sehen. Ja. Dass gar nicht darüber geredet. Hat, ja. Gar nicht. Kein Wort. Faszinierend. Das sagt, wenn man die Augen eines Menschen sehen kann, farbig, sagt das so viel über den Menschen aus. Ja. Ja, weil ein indigofarbener Aura, das sind die Indios, die ticken alle in eine Richtung. Das sind die Aufklärer, ne, die Spirituellen, deren Aurafarbe ist schon Indigo. Und die anderen Aurafarben will ich jetzt nicht schlecht schätzen, die haben alle ihre eigene Qualität. So, und das ist ja die göttliche Vielfalt. Schön bunt. Mhm. Und wenn man das sehen kann, das kann einem so helfen. Ja. Ja. Mein Sohn war früher ein ganz, ganz spirituelles, ein ganz spirituelles Kind. Er hatte sogar Engelkarten und solche Sachen. Aber dann kam die Phase, wo ich halt viel Zeit auf Gran Canaria verbracht habe und da waren wir nicht so eng zusammen, wie er es gewohnt war. Und da ist dann wieder viel verschüttet worden. Das ändert aber nichts daran, dass ich jetzt angefangen habe, das nach und nach bei ihm wieder so ein bisschen freizuschaufeln, sodass er experimentell erkunden kann, guck mal, das funktioniert ja auch. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ihm eine kleine Starthilfe zu geben. So einen kleinen Anstupser. Nicht schubsen, nur einen kleinen Anstupser, der so anfängt, einfach loszugehen. Und ich glaube, das wird ihm sehr helfen. Er hat jetzt angefangen zu studieren und es gibt so schöne Möglichkeiten, wenn er sich da mal zum Thema Lernerleichterung, Gedächtnistraining, wenn er sich da mal ein bisschen informieren würde. Und das ist ja überhaupt nicht langweilig oder wer weiß, wie wer die Videos von Ricardo Lepp kennt, der ja wirklich eine Koryphäe in dem Thema ist. Ja, da kann man sich so viel leicht machen, aber er will noch nicht. Was studiert er denn? Fahrzeugkonstruktion, Fahrzeugentwicklung, also Fahrzeugkonstruktion. Im Grunde genau das, was wir in der Zukunft brauchen. Ja, also der Verbrennungsmotor ist ein auslaufendes Modell. Das ist, glaube ich, uns allen klar. Das ist antiquierte Technik, seit über 100 Jahren nichts dran gemacht, so gesehen. Ja. Und die Zukunft sieht anders aus. Und da wird er dann, hoffe ich, einer davon sein, der die halt die neuen Technologien entwickelt und in der Fahrzeugtechnik umsetzt. Und dann auch bei seinem Papa die Fahrzeuge dann relativ schnell umentwickelt, dass ich dann auch mit freier Energie fahren kann und kein Diesel mehr oder Sprit mehr verfahren muss. Ne? Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich würde die Zeit nicht missen wollen, auch wenn sie für viele schwierig ist. Auch für uns ist sie nicht so einfach gerade. Aber es ist ein besonderes Geschenk in der jetzigen Zeit, am Finalspiel teilhaben zu dürfen. Und wir werden gewinnen. Es ist Verlängerung, wir haben schon Vorschuss. Wir haben schon gewonnen, Bruno, wir haben schon gewonnen. Die meisten sehen es nur noch nicht. Genau. Wir haben schon gewonnen. Genau. Das ist doch die feinstoffliche... Wir hören schon den Applaus auf der Tribüne. Ja, feinstofflich ist schon alles gelaufen, es wird nur die Materie angepasst. Ja. So, deswegen, also es ist, wir können nicht, das Endspiel können wir nicht verlieren. Geht nicht mehr. So, dafür sind einfach zu viele lichte Kräfte auf unserem Planeten schon aktiv, die da wirklich intensiv dran arbeiten. Mhm. Aber feinstofflich ist alles gelaufen, das schon seit Jahren. Ne? Mhm. Nur, also es ist halt Marathon. Aber wir sind kurz vorm Endspurt. Das ist das Schöne. Und ich freue mich schon. Ja, ich genauso. Sonst hätte ich nicht gesagt, ich plane meine Seminare für Juni, Juli. Ja. Ja, das aber es wird noch einiges bis dann passieren. Ich glaube auch, ja. Aber eben spüren kann man es, aber im linearen Verstand ist es schwer zu verstehen. Und dann, wenn man dann manchmal Beweise bringen muss, dann ist es, ich nehme es einfach so wahr, ja. Mhm. Kann dir jetzt nicht erklären, warum. Mhm. Ich bin ja auch noch bei den ganzen Q-Drops und so weiter da aktiv und gucke da immer nach. Aber das ist das Einzige, was ich noch mache, bei der Masse der Meldungen, die momentan kommen, da ist so viel Desinformation dabei, dass ich mehr oder weniger sowieso das meiste wegwische. Und da habe ich mir gesagt, gut, dann gibt es jetzt mal nur ausgewählte Punkte in meinen Neuigkeiten, dass ich bestimmte Sachen einfach mal anspreche, um dann auch für den Verstand entsprechend was zu haben, dass die merken, jo, das passt alles, da können wir in der Ruhe bleiben. Und das ist eine wundervolle Sache. Aber es ist...
nicht schlecht. Gell? Ja, es ist natürlich schon schön, genau, wenn man allein Media ist gut auch, genau, wenn man so ein bisschen Fakten zusammentragen kann, eben für die Medien, die dann einfach noch so funktionieren und das einfach auch brauchen. Ja, auch spannend, das zu hören und zu wissen, das gehört ja einfach dazu. Ja, ja, sicher. Was mich halt am meisten interessiert momentan, ist das kollektive Bewusstsein, das Massenbewusstsein muss die Zeit, also es muss sich erhöhen. Mhm. Und wenn es das jetzt nicht in adäquater Zeit tut, dann könnte es sich noch ein bisschen ziehen. Mhm. Nicht aus negativen Gründen, sondern die Schöpfung will so viele von uns, und damit meine ich jetzt Menschen, echte Menschen, alle mitnehmen. Ja. Und wenn es noch eine Minute rauszögern kann, weil das Kollektiv noch nicht bereit ist, dann wird es das tun. Und das ist etwas, womit viele nicht klarkommen. Mhm. Ja, jetzt hat es geheißen, dann. Ja. Betrachtet das ein bisschen entspannter. Ja, da darf man nicht so schnell sein. Genau, wenn es richtig ist. Und wenn keiner mehr dazukommen kann, dann passiert es. Und vor allem, ich kann ja jetzt nur von mir reden, aber ich war auch lange in dieser Ding drin und hab mich nicht mit diesen Themen beschäftigt. Und ich kann jetzt auch nicht erwarten, wenn ich jetzt mal 10, 15 Jahre das mache, dass dann gleich weiß ich, was alles passiert. Also da sind wir auch sehr ungeduldig oft, wir Menschen. Wir, eben wie du es gesagt hast, es muss dann immer sofort gleich zack, zack, zack. Und das ist dieses Reaktivsein. Da müssen wir wegkommen, weil das, was entstehen soll, das wird über Jahrhunderte entstehen, ja. Wer weiß. Also der Aufbau wird genauso viel brauchen wie die Zerstörung. Gras wächst, Gras wächst auch nicht schneller, wenn ich daran ziehe. Ja, genau. Deshalb, das sind Reifeprozesse und da müssen wir durch. Ich bin noch genauso ungeduldig. Ich habe doch schon letztes Jahr gesagt, auch im Sommer sind wir durch, dann im Herbst sind wir durch, dann im Winter sind wir durch. Jetzt halte ich meine Klappe, weil ich kann nur sagen, ich plane meine Seminare für Juni, Juli. Ja. Und den Rest soll sich jeder selber denken. Das ist aber alles nur erspürt. Ich habe auch keine anderen Informationen, dass ich sagen kann, hier und das und das und das und das und da kommt das, habe ich auch nicht. Das ist alles nur erspüren und nochmal falle ich nicht auf die Schnauze. Deshalb gebe ich keine Daten mehr raus, gar nichts mehr. Das ist alles nur Spekulation und wenn es soweit ist, sind wir durch. Wichtig ist doch einfach nur das Ziel. Ja. Das Ziel ist sichtbar am Horizont, ist sichtbar. So, und in dem Moment, wo wir uns jetzt darauf zubewegen, kommt es uns immer näher und irgendwann ist es da. Und das ist das Einzige, wo ich sage, hier geht es nicht um eine Vierjahreswahl, sondern hier geht es um einen Zeitraum von Jahrhunderten und ich gehe noch einen Schritt weiter von Jahrtausenden. Mhm. Ja, das sind besonders historische Wegmarken, an denen wir jetzt stehen. Biblisch, menschheitsgeschichtlich, historisch. Und da sollten wir auch die Geduld aufbringen, so viele wie möglich mitzunehmen. Und ich bin auch kein Freund davon, dass es viele Unschuldige dahin rafft. Keine Frage. Ich habe den Plan nicht gemacht. Und da bin ich auch froh drüber, dass ich den Plan nicht gemacht habe, weil das wäre nicht mein Ding. Ich sehe so viele Menschen, die dann loslaufen und sich impfen lassen. Und ich sage in meinen Sendungen immer wieder, wie schlimm das mit dem Impfen ist und so weiter. Was soll ich machen? Ich kann nicht sagen, du hör auf, lass es sein, geht nicht. Der will und dann muss er. Und dann ist es seine freie Entscheidung. Ich habe keine Möglichkeit, ihn dran zu hindern. Er hat einen freien Willen. Und ich habe einen freien Willen, ich will meinen freien Willen behalten, also behält er auch seinen. Ja. So, und wenn er sich dazu entschieden hat, sich impfen zu lassen, ist es so. Ja. Ich bin aber da. Nur inspirieren, nicht diktieren. Ja, also nee, ich bin aber dabei. Dürfen wir auch, oder? Ja, ich bin aber dabei, teilweise auch ein bisschen Einfluss zu nehmen, wo ich Möglichkeiten habe, Einfluss zu nehmen, und das mache ich dann auch. Mhm. Weil ich weiß, dass ich da nicht gegen den freien Willen verstoße und dass ich im Grunde da bei jemandem nur offene Türen einrenne. Und deshalb habe ich dann in einem Fall habe ich andere Möglichkeiten, wo ich dann wirklich aktiv werden kann und das jetzt auch werde. Allein um da jemanden, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, in Sicherheit zu bringen. Um es mal so zu sagen, in Sicherheit zu bringen. Ja. Das hört sich jetzt ein bisschen orakelhaft an, aber ich möchte es jetzt noch nicht so, ne? Weil das ist halt, wie gesagt, jemand, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, den ich sehr, sehr mag. Und da setzt man sich dann auch für ein. Und das ist genau, das. Aber dann, genauso wie man jetzt fühlen kann, was du meinst,
kann man auch fühlen in solchen Situationen, wie du es gesagt hast, dass es eigentlich auch erwünscht ist und nicht gegen den freien Willen des anderen verstößt, aber er zu schwach ist, es alleine durchzuziehen. Ja. Ja, gut, da ist die Sensibilität wichtig, oder eben wieder das Gefühl zu spüren, wo steht der andere, dass man auf ihn eingehen kann, wo er wirklich steht. Und ja, einfach sich auch auszuprobieren, auch in diesem Sinne, wo kann ich Informationen geben, wo passt es nicht, wie verhalte ich mich dann? Das ist eben wirklich nicht einfach immer überall gleich. Ja? Das ist individuell. Viele Hilferufe sind auch sehr still. Ja. Ja, eben. Ja, aber Bruno, wenn der Hilferuf nicht so laut wird, dass ein Helfer ihn wahrnehmen kann, dann passiert nichts. Das ist ja das Schlimme. Wenn man gar nichts sagt, dann werden die anderen keine Möglichkeiten haben, aktiv werden zu können. Ja. Ja. Es sind doch so viele von uns, die super also gerne helfen. Viele sagen es ja auch, ohne es zu sagen. Ja, wenn ich das spüre, dann handle ich. Wenn ich es aber nicht spüren kann, dann kann ich auch nicht handeln. Ja. Und es gibt Situationen, wo ich sowieso nicht handeln kann. Ich kriege ja auch von meinen Zuschauern Informationen, dass da wirklich Geschwister, Mann und Frau, der eine impfen, der andere nicht. Der eine impfen, der andere nicht. So, und da trennt sich momentan so die Spreu vom Weizen. Und das finde ich so schade. Aber ich glaube, es geht nicht anders, wenn man nicht konsequente Entscheidungen trifft. Ja. Und wir haben unsere getroffen. Für mich, für meine Mutter. Bei uns gibt es keine Impfung. Wir leben vedisch. Bei uns gibt es keine Schulmedizin. Bei uns gibt es keine Impfung. Bei uns gibt es keine Pharmamedikamente. Wir machen nur Naturheilkunde. Und das wollen aber andere nicht akzeptieren und fangen dann an, uns zu drängen und wundern sich dann, wenn ich den Kontakt abbreche, weil ich lasse mich zu gar nichts drängen. Und da bricht bei uns die Familie auseinander. Richtig komplett auseinander. Ist leider so. Kann ich nichts dran ändern, wenn das Bewusstseinsniveau noch nicht die Möglichkeit erreicht hat, zu akzeptieren, dass die andere Sichtweise sind, eine andere Sichtweise haben und sie unbedingt umgestimmt werden wollen, dann muss man den Kontakt abbrechen. Das geht nicht anders. Ansonsten geht es an die Gesundheit. Und das ist genauso schlimm. Das wurde ja auch so vorhergesagt, dass das passieren wird. Mhm. Da gehen zwei und einer ist übrig. Und das trifft die Mutter mit dem Kind, das trifft uns mit unserem Partner, Familie. Ja. Ich bin von dem her gesehen eigentlich sehr froh, ist meine Familie sehr klein. Mhm. Ja. Und da ist noch Mutter, Schwester und mein Sohn. Mhm. Okay, Mutter ist weit über 80, 80, mhm. bald 90, kann selber entscheiden. Ja. Meine Schwester ist erwachsen, mhm. ist auch über 60, kann auch selber entscheiden. Mhm. Mein Sohn ist wach, der weiß genau, wo die Grenzen sind und auch er kann selber entscheiden. Er ist jetzt bald 30. Ja. Dann habe ich die Aline, ist eh kein Thema. Mhm. Ich selber bin auch kein Thema. Und die Nachbarn, wir haben sehr nette Nachbarn, aber die sind alle erwachsen. Mhm. Werden alle machen, wie sie machen. Das ist nicht meine Aufgabe. Genau. Aber es ist meine Aufgabe, dazu zu stehen, zum Beispiel, was ich mache. Und wenn das jemandem nicht gefällt, dann kann er ja gehen. Mhm. Ja? Genau. Ja, genau. Ich bin eigentlich ganz froh, dass meine ganze Familie sehr alternativ unterwegs ist, merke ich jetzt gerade. Schon immer war und das ist kein Thema bei uns. Deine Mutter würde vedisch leben. So genau, ja, mein Vater wahrscheinlich auch. Ja. das ist kein Thema, ich weiß gar nicht. Klar, und die anderen Menschen müssen selber entscheiden. Und das, ich glaube, das ist schon eine unserer Herausforderungen jetzt in der Zeit, merke ich einfach bei mir, mit dem Schmerz umgehen zu müssen oder können dürfen, dieses Loslassen zu lernen jetzt oder eben einfach zu spüren, nein, der möchte das jetzt anders handhaben, okay, um das zu respektieren und mit meinem Schmerz dann umzugehen, wenn ich dann zuschauen muss und ich weiß, was dann passiert, oder? Ja. Und wie dann der wahrscheinlich krank werden wird und sterben wird. Das ist so mein Lernprozess da drin. Für uns die Möglichkeit, uns darin zu üben, Beobachter zu sein. Reiner Beobachter. Ein Beobachter ist nicht mehr emotional mit der Szene verbunden. Er ist nur noch der Beobachter. Und das ist das, wo ich immer... Und trotzdem nicht getrennt, sondern verbunden. Genau. Einfach nur nicht mehr emotional verbunden, aber man ist noch da und man beobachtet nur. Ja. So, also nicht im Mitleid, aber im Mitgefühl. Eben. Mitgefühl, genau. Das ist es, Aline. Genau, Mitgefühl, aber nicht Mitleiden. Das ist diese Trennung, diese emotionale Trennung. Das trennt dann, ja.
So, wenn ich das dann alles nur betrachte, distanziert, kann ich das besser ertragen, als wenn ich da richtig voll involviert bin. Ich habe bei so vielen Menschen erlebt, wie sie mitleiden. Ja. Das macht sie nach und nach kaputt. Ja. Das macht kaputt, und, ja. Ja, und da ist es besser, nur mitzufühlen. Es tut mir leid, es ist schade, aber ich leide nicht mit. Ich halte mich da emotional völlig raus. Das funktioniert auch in einer engsten Familie, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Es ist aber hart und es ist schwer und es fordert sehr, sehr viel Kraft, aber es geht. Und wir kommen nicht drum herum. Diese Wege müssen wir gehen. Das ist für uns die Meisterklasse des Loslassens. Ja. Dass wir alle loslassen, wirklich sagen, wenn das dein freier Wille ist, ich lasse dich los, dann geh, dann mach diesen Schritt. Aber sei dir der Konsequenzen bewusst. Genau. Ja? Und apropos Konsequenzen, wir sagen ja nicht von ungefähr, geteilte Freude ist doppelte Freude. Da muss man vorsichtig sein beim Mitleid. Mhm. Weil geteiltes Leid ist nicht halbes Leid, ist nicht doppeltes Leid. Nee. Und wenn zwei leiden, ist keinem geholfen. Nee. Ja. Dazu habe ich mal einen Artikel geschrieben. Da war ich damals ganz intensiv im Thema zwischenmenschlicher Energietransfer. Und dann kann man das, ich war da so tief im Thema drin, ich konnte die Energien fließen sehen. Und wenn du das sehen kannst, dann ist dir klar, oh, das will ich jetzt, das siehst du, damit du es studieren kannst. Mhm. Lerne, wie die Energien fließen, dann kannst du dich entsprechend verhalten. Genau. Und das war mir so wichtig, das zu erkennen, wie diese Energien fließen. Und dann kann man auch Energien ganz anders lenken. Und man kann ganz anders auf die Menschen eingehen. Man kann ganz anders den Menschen Energien zuführen, ihnen geben. Ja, ganz bewusst geben. Und da konnte ich so viel lernen in dieser Phase. Das ist so wichtig zu verstehen, wie die Energien zwischen den Menschen laufen. Und es bauen wir bauen kontrollierende Strukturen auf als Kinder. Als Kinder sind wir die Kopiermaschinen unserer Eltern. Und wir bauen, um an die Aufmerksamkeit unserer Eltern zu kommen, bauen wir kontrollierende Strukturen auf. Da gibt es vier, die werde ich alle genau noch in meinem Seminar ausklamüsern, genau beschreiben, um dann zu zeigen, ja, die meisten. Ich habe bisher noch keinen Menschen erlebt, bei dem nicht irgendeine Kontrollstruktur aktiv war. Ja. Ja, weil er immer irgendwo erpicht war, Energie von anderen zu bekommen. Wenn ich meinen Mitmenschen aber gezeigt habe, und das machen wir auch im Seminar, wie sie sich selber mit Energie versorgen können, brauchen sie die Energie von den anderen nicht mehr. Und in dem Moment lassen sie diese kontrollierende Struktur hinter sich. Sie steigen daraus wie aus einem Kokon. Mhm. Und erst dann können sie ihr wahres Selbst erkennen. Weil vorher ist die kontrollierende Struktur wie ein Kokon um sie rum. Und dann kommen sie raus. Ich wollte das damals in ein Buch machen, ein Buch rausmachen. Das sollte heißen, das Tor zum wahren Selbst. Weil das ist ein Tor zum wahren Selbst. Wenn ich dieses Tor durchschritten habe, dann kann ich mein wahres Selbst erkennen. Vorher nicht. Vorher sehe ich immer nur Teile, die verfälscht sind durch die kontrollierenden Strukturen. Ja, mein Text diesbezüglich hieß von der Raupe zum Schmetterling. Ja, genau. Ja, stimmt. Das muss und wird auch passieren. Mhm. Uns, wie du es immer so schön sagst, wir sind Riesen. Ich sage immer, wir haben Flügel. Ja. Und sie aus dem Konkord rauszupressen, braucht ein bisschen Engagement, ein bisschen Feuer, ein bisschen Liebesfeuer, ein bisschen Visionär sein. Aber es geht raus und dann bist du zum ersten Mal, fühlst du dich in deiner wahren Größe und kannst dich ausweiten und merkst plötzlich, du bist gar kein kleiner, armer Erdenbürger, Sünder, was auch immer. Oder? Wow, ich kann fliegen. Ja? Nicht nur das, du kannst noch viel, viel mehr. Das ist ja doch das Schöne an der Sache, wenn man dann anfängt, dieses viel, viel mehr zu entdecken. Und dann siehst du auch, dass du schon, wo du dich so riesengroß ausgebreitet hast, dich noch mehr ausbreiten könntest. Weil der Platz ist unendlich. Das hört nicht mehr auf. Genau das ist es. Ja, das ist das Schöne. Ja, das ist auch das Spannende, oder? An der Bewusstseinsforschung ist ja, genau dieser Prozess, also diese Möglichkeit, dass es nicht begrenzend ist. Das war immer etwas, was mir gefehlt hat in der Psychologie zum Beispiel, dass es dann doch immer so irgendwie abgesteckt war alles. Und ich war dann richtig begeistert, als ich Bruno kennengelernt habe, zu fühlen, dieser Raum, der da aufgeht und wo dann immer weitergeht. Weil mit jedem Mal, wo ich etwas bei mir löse und verändere, kann ich das wieder von einem ganz anderen Standpunkt aus betrachten. Und so geht das immer weiter. Ja, man ist ja nie fertig. Und wenn du anfängst, bestimmte Bücher nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal oder viermal zu lesen, wirst du bei jedem Mal neu lesen, wirst du immer wieder was Neues entdecken,
Weil beim jedem Mal Lesen ändert sich dein Bewusstsein und du erkennst wieder neue Zusammenhänge, die dir beim ersten, zweiten oder dritten Mal gar nicht aufgefallen sind. Genau, wie bei unserem Kursbuch. Ja. Wir sind immer wieder begeistert. Wir sind jetzt schon, wie viele Jahre? 16, 17 Jahre dabei. Mhm. Ja. Und wir lesen das ja auch immer mit, unsere Unterlagen, und wir forschen ja selber auch. Und dann stand das letztes Mal schon da drin, dieser Satz. Und ich meine, nach so vielen Jahren, es ist Wahnsinn, was transparent ist, weil man einfach das nicht offen ist an dem Moment für diesen Satz. Und dann, ja, beim nächsten Mal ist es wieder anders. Also, ja, wie heißt es so schön? Ein Buch, das es nicht wert ist, zweimal gelesen zu werden, lohnt sich auch nicht einmal zu lesen. Und ich habe noch nie ein Buch gesehen oder gelesen zumindest, welches ich nicht 10-mal lesen würde. Es gab aber Bücher in meinem Leben, die hatte ich 10 Jahre im Regal. Und als ich dann irgendwann mich bemühte, reinzugucken, habe ich mich geärgert, dass ich das 10 Jahre nicht gelesen habe, weil das so genial ist. Ja, kenne ich auch. Beim Buchladen gab es Sonderangebote von Büchern. 4 Bücher mitgenommen, ins Regal gestellt und irgendwann bin ich drüber gestolpert. Das war aber schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre. 4, 5 Jahre später. Ja. Dann fing ich an, sie zu lesen und dachte mir, Kacke, hättest du mal eher angefangen. Ja, das war so interessant, was da drin stand. Ja. Und das Schöne ist ja bei der ganzen, ich sage jetzt mal, spirituellen Entwicklung und uns Wesen, wenn wir dann mal fertig sind, respektive, du weißt, was ich meine, wir sind eh nie fertig, aber wenn wir dann mal ganz entfaltet sind, dann werden wir bemerken, dass wir jetzt nicht weitergekommen sind, sondern erst mal dort angekommen sind, wo wir schon immer waren. Ja. Ja, jetzt bist du du selbst. Und dann, wo die meisten glauben, jetzt ist fertig, dann erst beginnt das wahre Leben. Ja. Dann erst wird es lustig. Ja. Das ist auch etwas, wo ich mich immer frage, wie wird unser zukünftiger Alltag, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, in 10 Jahren aussehen? Also nicht jetzt die nächsten Jahre, das ist Übergangsphase, da wird nur aufgebaut. Aber wie wird sich der Alltag in 10 Jahren, wenn die neuen Strukturen alle Fuß gefasst haben, alle laufen und fließen, wie wird da unser Alltag aussehen? Also ich kann jetzt schon sagen, Großindustrie wird es alles nicht mehr geben. Globalisierung kommt alles weg. Das ist komplett weg, das ist ja die dunkle Seite. So, und da wird sich so viel Neues aufbauen. Und ich bin mir sicher, so viele Menschen werden den Mut fassen und den Mut finden, zu sagen, oh, ich war die ganze Zeit nur kleines Mückelchen und immer nur ein Angestellter bei einem Herrn und Meister. Jetzt will ich mein eigener Chef sein. Mit Nisara, kein Thema, ne? Lebensunterhalt ist gesichert. So, und jetzt kann ich schaffen, jetzt kann ich auch mal meine Kreativität leben. Da bin ich gespannt, wie unsere Städte aussehen werden. Und so, ich wohne ja im Ruhrgebiet und da haben wir noch einiges, was wir optimieren könnten. Also lasse ich mir anders ausdrücken. Das Ruhrgebiet hat eigentlich einen schlechteren Ruf, als es wirklich ist, weil im Ruhrgebiet ist schon viel, viel grün gemacht worden. Aber es geht noch mehr. Ja, wir sollten da jetzt nicht sagen, oh, das ist schon schön. Nein, wir könnten noch Obstbäume, Nusssträucher, andere Obstbüsche und Früchte in die Städte holen. Sodass, wenn du spazieren gehst im Stadtpark, ist ein Apfelbaum, zack, greifst den Apfel, isst den Apfel. Warum? Ist allgemein gut. Kann sich jeder einen Apfel greifen, kann jeder Apfel essen, kein Thema. Ich glaube, dann werden unsere Städte noch freundlicher und noch lebenswerter, weil einfach viel mehr Menschen in diese Gemeinschaft hineingehen und sagen, ach, ich gehe jetzt mal in den Stadtpark und guck mal, was da gerade so an Obstreif ist. So, und dann fangen sie einfach mal hier noch eine Heidelbeere und da eine Himbeere oder so, nutzen die Möglichkeit, die natürlichen Begebenheiten in den Städten. Und dann kommen plötzlich auch die Menschen, die dann 2, 3 Meter weiter stehen und auch am Pflücken sind, ins Gespräch. Mhm. Guck mal, ich nach dem Motto, ich bin der und der, und der Nächste sagt, ich bin der und der. Und dann lernen sich wieder Menschen kennen. Und ich glaube, das ist ein enormer Qualitätszuwachs für das Stichwort Gemeinschaft. Lernt eure Nachbarn kennen, lernt die Menschen, die euch tagtäglich auf der Straße begegnen, lernt sie kennen, verwickelt sie mal ins Gespräch, geht doch mal mit ihnen ins Gespräch, hört doch mal, was steckt denn hinter dieser Fassade? Ja, wir sehen ja nur in dem ersten Moment die Fassade, was steckt denn dahinter? Was hat der Mensch erlebt? Welche Fähigkeiten hat er? Welche Begabungen hat er? Ja? Wie ist er drauf? Wie tickt er? Und sie freuen sich alle, wenn man sie fragt, weil keiner fragt ja nach, oder? Ja, das ist genau. Das.
was spannend ist, ja. Genau das ist es. Das macht eigentlich niemand, ja. Wir haben so viele Menschen auf unserem Planeten. Man könnte so viele schöne Gemeinschaften machen und dann viel, viel öfter feiern, aber richtig feiern, zusammen mit Musik, mit Tanz, mit Gesang, ja, dass wir wieder unsere alten Traditionen leben, unsere alten Lieder singen. Und wir uns auch gerne unsere alte Bekleidung tragen, ja, so dass wir wieder dahin gehen, weg von diesem normalen Kunststoffkram, hin wieder zu natürlichen Textilien, die auch gesund zu tragen sind. Ich glaube, da steckt so ein riesiges Potenzial in unserer Zukunft. Ich könnte jetzt schon in 7 Meilenstiefeln drauf zulaufen. Also ich durfte kürzlich mal einen Sprung wagen in die Zukunft. Ja. Hier bei uns, wo ich wohne, wo wir wohnen. Mhm. Das ist ein Dorf in den Bergen, so mehr oder weniger. Mhm. So auf 700 Meter sind wir. Und da habe ich mir genau diese Frage gestellt und bin dann in die Meditation rein, bin aus dem Körper raus und habe das erlebt. Und jetzt sage ich dir, was für mich das Beeindruckendste war, nicht alles drum und dran, sondern ausgeschaut hat alles noch gleich. Es war also noch nicht so weit in der Zukunft. Aber diese Freude, sobald du einen anderen Menschen gesehen hast, war unvergleichlich. Du hast geguckt, der hat zurückgeguckt, wir haben beide gelacht, man hat sich gewunken. Also, und dann wurde mir bewusst, was ist grundsätzlich anders, weil das mit allen Menschen so war, plötzlich. Keine Angst ist mehr im Feld. Ja, und die Menschen fangen wieder an, die Liebe zu leben. Alles Liebe. Winken, ne? Grüßen und hin und man lernt sich kennen. Man lebt man freut sich, man hat nicht den Funken eines Bedenkens, irgendeiner könnte einem Schlechtes wollen. Ja. Das gibt es nicht mehr. Nein. Wir sind alle gut gesinnt. Ja. Weißt du, wie schön? Ja, ich weiß, wie schön das ist. Freue ich mich schon drauf, wenn wir da sind. Ja. Wir fangen schon mal an damit. Ich grüße immer und lache immer. Mich mögen sie überall. Ganz, ganz oft mache ich das auch. Aber manchmal, und das ist so bei mir, das erlebe ich auch immer, wenn ich teilweise mit Menschen entgegenkomme, dann ist also wirklich der Blick klock nach unten. Und dann siehst du die wirklich stur auf den Boden gucken und an dir vorbeilaufen. Und dann denke ich mir, ja, gut, dann nicht. Ja, dann lasse ich sie auch. Dann lasse ich sie auch. Ja. Aber auch zum Beispiel, wir haben uns vor Jahren schon die Gewohnheit gemacht, immer wenn wir irgendwo etwas kaufen, geben wir mindestens 10, 15, 20% obendrauf als Wertschätzung jenseits des Dienstes. Ja? Einfach, dass da ein Mensch ist, der das jetzt macht hier. Ja. Und jedes Mal, wenn wir das gemacht haben, haben wir uns zu Hause denselben Betrag in ein Kasseli gelegt für besondere Anlässe. Und plötzlich ist das angeschwollen und plötzlich konnten wir mit unserem Team mal eine Woche gemeinsam Teambuilding machen auf Mallorca und haben uns gut gehen lassen. Es hat, hat uns nichts gefehlt. Und überall, wo wir hinkommen, ich hatte nämlich eine Lektion mit meinen langen Haaren vor 25 Jahren. Da hatte ich eine Disco in Zürich. Die Diskothek hieß Space Place. Es war so eine Barfuß-Disco, kein Alkohol und einfach so mit spiritueller Musik auch. Ja. Und da sind wir vorher immer in eine Pizzeria gegangen. Und die war immer proppenvoll. Und ich, lange Haare, weiß nicht so dem Bild entsprechend, muss immer stundenlang warten. Und da war mal einer, also ein Kellner, sehr unfreundlich und hat wirklich alle anderen zuerst bedient. Die waren zum Teil schon fertig mit Essen, als er zu uns gekommen ist, obwohl sie später reingekommen sind. Ja. Und da habe ich mir überlegt, wie kann ich dem jetzt eine Lektion geben? Und dem habe ich so viel Trinkgeld gegeben, das ist dem so eingefahren, weil der hat gedacht, lange Haare, hat keine Kohle, isst eine Pizza, trinkt eine Cola und verschwindet wieder. Nee, in Zukunft hat er jeden gut bedient, weil er nicht mehr einschätzen konnte, hat er oder hat er nicht. Ja.
Und solche Spiele, das lieben wir einfach, den Menschen gute Beispiele zu verankern, zu sagen, du täuschst dich vielleicht. Ich habe mich so oft in Menschen getäuscht, hab sie schubladisiert und dann plötzlich gemerkt, sobald man den Menschen wirklich nahe kommt, sind sie alle wundervoll. Punkt. Genau. Also wenn das nicht so ist, dann muss ich näher ran. Tiefer schauen. Ja. Ihr beiden, ich möchte gucken, dass ich das Gespräch auf eine Stunde erhalte. Ich habe gerade schon mal runtergelinst. Wir sind drüber. Wir sind drüber. Ja, alles gut. Alles gut. Nee, wisst ihr, das ist das Schöne im Gespräch. Da fließt es und da läuft es. Das ist so schön. Ihr seid jetzt meine Gäste in meiner Sendung. Ihr beide habt das letzte Wort. Was möchtet ihr unseren Zuschauern noch mitgeben? Auf den Weg. Ich würde das Spielerische nochmals aufschnappen wollen und wirklich allen ans Herz legen, wirklich mit diesen Talenten, mit diesen Fähigkeiten anfangen, einfach zu forschen. Weil es geht eben nicht nur darum, dass man dann seine Intuition erweitert und Wahrnehmungen haben kann, sondern dass man eben auch seine eigenen Gefühle besser wahrnehmen kann. Mhm. Und wenn man das kann und wenn man da eintauchen kann, dann ist man eben auch an diesem Ort, wo man spürt, was einen sehr begeistert und was das Potenzial wäre, was das Talent wäre, was die Vision ist, die man gerne hier mit uns teilen möchte. Und ich glaube, das ist wirklich etwas ganz Wertvolles. Und jeder hat die Möglichkeit, das zu tun und dieses Geschenk auszupacken und uns zu geben. Ja, ich knüpfe da am besten gleich an. Mein Tipp für heute wäre, lernt den Unterschied zwischen Gefühl und Emotion kennen und dann vertraut eurem Gefühl zu 100% und folgt nur noch dem Weg eures Herzens. Dann wird nicht alles gut, sondern dann ist alles gut. Radio Okie.